Willkommen zu einer neuen Podiumsdiskussion bei den Wirtschafts- und Geldsystemberaten. Während wir in der Vergangenheit hauptsächlich Experten aus der Wissenschaft und auch aus der Praxis hatten, wie Herrn Regling oder Thomas Mayer und den Sachverständigen Peter Bofinger, haben wir heute zum ersten Mal Wirtschaftsblogger und Journalisten bei uns zu Gast, also die ebenfalls eigentlich Beobachter sind des Geschehens, um mit Ihnen uns auszutauschen über die Frage Wege aus der Krise. Gibt es einen dritten Weg jenseits der ökonomischen Dogmen? Das ist das Thema heute Abend. Ich freue mich sehr, dass wir heute zum ersten Mal auch drei Gäste bei uns begrüßen können. Und ich beginne hier mit Dirk Elsner. Er ist der Begründer des Wirtschafts- und Finanzblogs Blicklog. Seit 2008 betreibt er ihn. Und er ist Diplom-Kaufmann, Consultant, im Bankenbereich, soweit ich weiß, und ja, schreibt auch eine Kolumne zurzeit im Wall Street Journal Deutschland, aber er hat auch sonst irrsinnig viel schon veröffentlicht, berühmt auch seine Mindmap, glaube ich, in einschlägigen Kreisen. Willkommen erst einmal an Sie. Ja, danke. Der zweite Gast ist Marc Dittli aus der Schweiz. Er ist Chefredakteur der Zeitung Finanzen und Wirtschaft in der Schweiz, dort auch tätig seit dem Jahr 2000. Soweit ich gelesen habe, auch lange Zeit in den USA als Auslandsredakteur tätig und seit 2011 jetzt Chefredakteur. Gleichzeitig ist er auch noch ein Redakteur des Blogs Nevermind the Market im Zürcher Tagesanzeiger mit Markus D. Meyer und Tobias Straumann zusammen. Willkommen auch an Sie. Guten Abend. Dritter Gast ist Patrick Bernau, auch der Jüngste in der Runde. Er ist beim FAZ Wirtschaftsblog Fazit, dort seit April 2012 zuständig für den Online-Bereich, dort aber auch zuständig für den Bereich Wirtschaftsforschung, der heute Abend eine Rolle spielen wird. Vorher war er 5 Jahre Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Auch Sie begrüße ich recht herzlich. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Ein schwieriges Thema. Wir Piraten beschäftigen uns jetzt in diesen AGs schon seit mindestens 2 Jahren mit dem schwierigen Thema dieser Krise. Ich sage jetzt mal kein Label dazu, welche Art von Krise, aber dass eine tatsächlich da draußen stattfindet seit jetzt 2007, ist, glaube ich, hier sind wir uns alle einig. Einige ältere Vorsitzende oder auch die Marina Weißband haben gesagt, Mensch, Wirtschaft, das ist ja verdammt kompliziert. Und wir sind ja eine neue Formation und wir haben auch eine gewisse Zeit benötigt, um dieses schwierige Gebiet uns zu erschließen. Wie gesagt, zuerst haben wir hauptsächlich Experten aus der Wissenschaft zu uns als Gäste geholt, haben sehr viel natürlich auch durch unsere Medien hier uns vernetzen können und mit uns gefunden und diese Themen bearbeitet. Und es hat aber alles eine gewisse Zeit gedauert, um da einen gewissen Stand zu bekommen. Die Gäste, die wir heute haben, sind eigentlich Vertreter oder Mitglieder von ganz wichtigen Blogs in Deutschland und in der Schweiz. Wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass bei der Republika letztes Jahr Sie die ersten 3 Plätze bei der Preisverleihung bekommen haben. Ich möchte jetzt mal die Reihenfolge weglassen, sondern einfach nur sagen, alle drei haben einen dieser Preise bekommen. Das zeigt schon, dass wir heute Abend richtig gut die Gäste ausgewählt haben. Und meine erste Frage in die Runde lautet, wie hat denn diese Krise, die wir dann später noch hoffentlich näher definieren werden können, Ihr ökonomisches Weltbild oder Ihre Sicht auf die Dinge verändert? Und ich möchte beginnen mit dem Herrn Elsner. Der kann vielleicht zuerst einmal sagen, wie das bei ihm aussieht. Ja, wie hat man, dass man ökonomisches Weltbild verändert? Dazu müsste man ja sagen, gut, welches ökonomische Weltbild hat man denn eigentlich vorher gehabt? Jetzt habe ich nur den Vorteil, dass ich vorher ich habe zwar BWL studiert und im volkswirtschaftlichen Schwerpunkt, aber ich habe für mich kein abgeschlossenes ökonomisches Weltbild. Ich suche mir mein ökonomisches Modell aus verschiedenen Theorierichtungen zusammen, vorwiegend aus der neuen Institutionenökonomik, die vielleicht heute Abend auch noch eine Rolle spielt. Da passt so einiges rein, damit kann man auch diverse Sachen auch aus der Krise erklären.
denke ich. Was mich aber an der, auch wenn man jetzt mal von der ökonomischen Diskussion her kommt, was ich da sehr interessant finde und auch einiges in Frage stellt, das sind so die klassischen Theorien, die ich auch gelernt habe, also sowohl in der Schule als auch im Studium, die doch da sehr auf den Prüfstand gestellt werden. Und das Nachdenken darüber, was könnten eigentlich die richtigen Modelle sein, oder vielleicht sogar die Frage, brauchen wir überhaupt solche Modelle? Das ist eine Frage, die ich mir jetzt in den letzten Monaten oder auch Jahren häufiger gestellt werden. Oder haben wir nicht vielleicht ganz andere Ansätze, mehr heuristische Ansätze? Das finde ich ganz faszinierend. Dann, Herr Dietli, könnten Sie aus Ihrer Sicht es darstellen? Ja, es geht mir ungefähr gleich wie dem Herrn Elsner. Ich hatte auch vor dieser Krise, deren Beginn ich auf das Jahr 2007 setzen würde, aber ich hatte vor Beginn dieser Krise kein gefestigtes ökonomisches Weltbild. Auch ich habe BWL studiert, Schwerpunkt VWL. Ich habe dann später noch Finanzmarkttheorie studiert. Und ich denke, der wichtigste Wandel in meinem Denken hat sich innerhalb der Finanzmarktlehre abgespielt. Ich war nie der Meinung, dass die Finanzmärkte effizient sind, absolut effizient, wie man das mal geglaubt hatte oder dachte, sie wären einigermaßen effizient. Daran habe ich nie geglaubt. Aber die wichtigste Erkenntnis für mich während dieser Krise war, wie instabil das Finanzsystem sein kann, welche Rolle die Banken in dieser Instabilität spielen und welche Rückkopplungseffekte das dann auf die reale Wirtschaft wieder hat. Das war das Lehrreichste an dieser Episode für mich. Tja, vielen Dank dafür. Und zum Schluss der Herr Bernau, der aus seiner Sicht bitte darlegt. Sie hatten ja vorhin mit meinem Alter angefangen, Herr Garscher. Da wollte ich ja eigentlich nicht drauf rumreiten, weil das immer die Gefahr hat, dass man wenig ernst genommen wird. Aber jetzt, so wie sich die Diskussion gerade entwickelt, kommt da ein interessanter Punkt raus, weil es ist tatsächlich so, dass ich mein Studium abgeschlossen habe, 1-2 Jahre bevor diese Krise richtig ausgebrochen ist. Und das war eine ganz interessante Perspektive, weil vieles, was dann 2-3 Jahre in dieser Krise drin, als man nach neuen Ansätzen gesucht hat, was dann dort genannt worden ist, waren Dinge, die eben 3-4 Jahre vorher an den Universitäten schon gelehrt worden sind, die einem dann plötzlich gar nicht mehr so neu vorkommen, wo man dann nochmal nach nochmal neuen Paradigmen sucht, weil eigentlich klar ist, auch Behavioral Economics, so spannend es ist, es wird uns nicht die nächste Finanzkrise verhindern. Und das war eigentlich tatsächlich meine große Lehre aus der Finanzkrise, die erste. Krisen lassen sich vermutlich gar nicht verhindern. Wir müssen einfach nach Wegen suchen, wie man mit Krisen möglichst sinnvoll umgeht und wie man möglichst krisenresistent wird. Und die zweite war dann mehr so eine übergeordnete Lehre, nämlich die davon, wie Ökonomen gleichzeitig sehr Recht und sehr Unrecht haben können. Sehr Unrecht insofern, als niemand die Finanzkrise gesehen hat, vor allem nicht die Auswirkungen und die Frage, wann sie speziell kommt. Recht haben konnten sie aber doch gleichzeitig in dem Maß, als viele ernstzunehmende Ökonomen vor Einführung des Euro gesagt haben, Mensch, das wird ökonomisch aber ein ziemlicher Husarenritt, das wird ökonomisch ziemlich kompliziert, was dort passiert. Und das hat sich dann doch auch wieder als wahr herausgestellt. Ja, vielen Dank. Herr Elsner, Sie wollten noch eine Ergänzung machen. Ihr habt mich nochmal auf ein Thema gebracht, auch was mein persönlichen Glauben an die Finanzmarkttheorie betrifft. Also ich hatte Finanzmarkttheorie als einen Schwerpunkt auch im Studium. Und wenn ich nach seinen Ausführungen habe ich nochmal darüber nachgedacht, auch wie ich damit umgegangen bin. Ich habe tatsächlich auch bis 2007 geglaubt, dass die Finanzmärkte selbst hocheffizient sind und hocheffiziente auch Informationen produzieren. Also da habe ich jetzt gemerkt, auch in den letzten Jahren, dass ich mich von diesem Gedanken verabschiedet habe, dass also nicht in Finanzmärkten zu sehen ist und auch die Preise, die dort gebildet werden, dass die hocheffizient sind. Dann. Also da habe ich auch mein Bild korrigiert, kann aber noch gar nicht sagen, wo sich das abschließend hin entwickelt. Aber ich glaube, das ist so eine Lehre, die auch sozusagen bei mir oder ein Schluss, der bei mir wirkt. Gut, ich habe ja in der Recherchearbeit vor dieser Sendung mir mal angeguckt, was hat denn der Fazitblock und der Blog Nevermind so als wirklich
Artikel hervorgebracht, wo man festmachen kann, wohin geht es ungefähr, wie deutet man diesen Krisenverlauf und die Krise an sich. Und da ist mir speziell im Fazitblog ein Artikel von Gerald Braunberger aufgefallen: Der Mainstream gewinnt. Er sagt, der Mainstream ist eigentlich nicht ersetzbar, und obwohl man die ganzen alten Theoretiker wieder ausgepackt hat, wie Hayek, wie Keynes und wie Minsky, er überlebt dadurch, weil er am anpassungsfähigsten ist, hat er geschrieben. Ich möchte jetzt nicht so arg ins Detail gehen, nee, aber das war für mich so der Artikel, der da für mich eine gewisse Richtung dargestellt hat. Beim Blog Nevermind war mir besonders der Artikel aufgefallen, die große Illusion von Herrn Mark Dietli, die er im Zusammenhang mit der Rolle des Finanzmarktes und der Rolle des Geldes, also in diesen Boom- und Bust-Phasen in der Ökonomie, gesehen hat. Ich will jetzt mal mit diesem Hinweis auf diese zwei Artikel, damit die Herren, Patrick Bernau hat zwar den anderen Artikel nicht geschrieben, wird ihn aber kennen, mal uns annähern, wo stehen wir im gegenwärtigen Ablauf dieser, in Klammer, weltweiten Krise, dass sie dazu vielleicht eine kurze Analyse abgeben, gerade die beiden genannten Herren, und Herr Elsner kann dann anschließend dann noch aus seiner Sicht ebenfalls beitragen. Wer möchte beginnen, Herr Bernau? Eine Rückfrage noch. Geht es Ihnen um eine Abfolge in der Sicht des Erkenntnisgewinns, der Analyse der Krise oder eine Abfolge dessen, was passiert? Mehr um die Theorie, also diese paradigmatische Hintergrund, dass man sagt, der Mainstream hat zwar vieles nicht vorausgesehen, und eben haben wir gesagt, die effiziente Finanzmarkthypothese ist im Prinzip gescheitert oder gefehlt anhand dieser Krise, aber man hat trotzdem kein Alternativmodell zu dem eigentlichen Mainstream-Paradigma. Bloß das tut überleben, weil es sich jetzt öffnet in die verschiedenen Richtungen, die jetzt aufgenommen werden. Das war ja der Inhalt von dessen, was Gerald Braunberger geschrieben hat. Okay, ja, da würde ich an einer Stelle gerne nochmal widersprechen. Ich halte die Effizienzmarkthypothese für überhaupt nicht widerlegt, aber wenn wir darüber diskutieren wollen, steige ich da gerne nochmal tiefer in die Diskussion ein. Was ich glaube, was an Erkenntnisgewinn aus dieser Krise rauskommt, da sind wir, glaube ich, erst ganz am Anfang. Die Krise ist ja im Moment noch nicht mal richtig vorbei. Was wir bisher an Lösungsansätzen gesehen haben, sind meistens tatsächlich die Dinger, die man schon in der Schublade hatte, die junge Zorn an den Universitäten jetzt seit 10 Jahren ungefähr sowieso gelehrt haben. Das ist noch nichts, was tatsächlich in der Lage war, diese Krise richtig aufzunehmen, zu verstehen und zu inkorporieren. Ich habe dann eine relativ wichtige Arbeit, wie ich fand. Das war diese Krisengeschichte von Reinhardt und Rogoff, die dann wegen dieses blöden Excel-Fehlers ein bisschen in Verruf gekommen ist. Jetzt ist der Excel-Fehler männlich und schmerzhaft, macht aber, glaube ich, ihre Arbeit an sich nicht kaputt. Diese Aussage, die sie dort rausgezogen haben, dass ein hohes Maß an Schulden im Prinzip eine gefährliche Situation ist, in der eine Krise entstehen kann, das halte ich für eine der wesentlichen Erkenntnisse, die wir jetzt haben. Und ansonsten, glaube ich, wird in den nächsten Jahren auch noch eine ganze Menge dazukommen, weil man ja tatsächlich erstmal die Krise fertig haben muss, mit einem bisschen Abstand drauf gucken und dann die Schlüsse draus ziehen. Ich glaube, da wird noch vieles kommen, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können an Ideen. Und ich glaube es nicht nur, ich hoffe es. Herr Dietli, die große Illusion am 2. April 2012 von Ihnen geschrieben im Blog Nevermind the Markets. Da haben Sie eigentlich mal dargelegt, wie Sie die Sicht gesehen haben. Ja, genau. Die große Illusion, das war eine Anspielung an die große Moderation, also die Great Moderation, die Ben Bernanke in den frühen Jahren nach 2000 ins Spiel gebracht hat. Ich möchte vielleicht kurz vorausschicken, wenn wir von Krise sprechen. Für mich hat die Krise eigentlich bislang 2 Kapitel gehabt und wahrscheinlich hat das 3. Kapitel begonnen. Phase 1 der Krise war die amerikanische Subprime-Krise, die Immobilienkrise und die sich dann über das Finanzsystem ausgebreitet hat. Phase 2 ist das, was wir heute als Euro-Krise kennen, die sich natürlich laufend weiterentwickelt hat in den letzten 4 Jahren. Und ich denke, Phase 3 wir könnten jetzt die Anfänge sehen einer Krise, die die Emerging Markets erfassen wird. Vielleicht können wir später noch darauf zu sprechen kommen. Aber die große Illusion, das war die Anspielung an die große Moderation, als man glaubte, dass während dieser Zeit, ich grenze die Zeit ein zwischen 82 und 2000,
dass es in dieser Zeit gelungen ist, den Geschäftsfluss, den Business Cycle zu glätten, dass es während dieser Zeit gelungen ist, ansprechende Wachstumsraten zu erzielen in der Wirtschaft, ohne Inflation zu schaffen. Wir hatten massive Produktivitätssteigerungen in dieser Zeit. Die große Illusion dabei war aber, dass während dieser Zeit auch ein enormer Schuldenaufbau vonstatten ging. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man nicht vergisst, wir sprechen heute sehr oft von einer Staatsschuldenkrise, auch im Zusammenhang mit Reinhard und Rogoff, wie Sie angesprochen haben, Herr Bernau. Ganz wichtig finde ich, dass der weitaus größte Schuldenaufbau, der hat im Privatsektor stattgefunden, in dieser Zeit der großen Moderation, und ist dort weitgehend unbeachtet geblieben. Erst mit der Krise ist ein beträchtlicher Teil dieser Schulden vom privatsektorlichen Bilanz gewandert, durch Bankenrettungen, durch die durch den massiven Wirtschaftseinbruch, und erst im Nachhinein ist daraus eine Staatsschuldenkrise entstanden. Für mich ist diese Zeit der großen Moderation insofern eine große Illusion, dass ein beträchtlicher Teil der scheinbaren Stabilität und der scheinbaren Prosperität auf einem exzessiven privaten Schuldenaufbau beruht hat, und der ging mit dem Jahr 2007 zu Ende. Ich möchte nochmal zurückgehen, meine Herr Bernau. Würden Sie das versuchen, nochmal zu reflektieren, was Herr Dittli eben gesagt hat, oder haben Sie da eine andere Sichtweise? Nee, ehrlich gesagt, ich bin da ziemlich nah dran. Ich würde nur Reinhard Rogoff ein bisschen stärker in Schutz nehmen. Die haben PR-mäßig nicht ganz günstig agiert. Aber wenn man mal nicht diese 20-Seiten-Studie liest, in der auch der Excel-Fehler drin ist, sondern dieses 800-Seiten-Buch, das die vorher vorgelegt hatten, da war genau das ihre zentrale Erkenntnis, dass es eben nicht nur auf die Staatsschulden ankommt, nicht nur auf die Bankschulden, dass es überhaupt nicht um einen bestimmten Typ geht, sondern Schulden, egal in welcher Form, egal wo sie entstehen, die sind häufig das Problem, das uns eine Krise einbringt. Und da sind wir dann außer in Details der Ideengeschichte relativ nah beieinander. So, Herr Dittli möchte da nochmal erwidern. Ja, nicht erwidern, aber ich sehe das auch so. Ich muss Reinhard und Rogoff auch in Schutz nehmen. Ich finde, ihr Buch This Time is Different war extrem wichtig. War wirklich wichtig für das Verständnis dieser Krise. Und was sie dort gemacht haben, sie haben gezeigt, was geschieht mit den staatlichen Schulden im Nachgang einer Krise, im Nachgang einer Finanzkrise, der ein exzessiver privater Schuldenaufbau vorangegangen ist. Und sie zeigen dort schön, dass diese Rezessionen länger dauern historisch als im Durchschnitt. Und sie zeigen auch, dass während der Zeit dieser Rezession die Staatsschulden massiv steigen. Und die Staatsschulden, die steigen nicht wegen keynesianischer Ausgabenprogramme, sie steigen nicht mal so sehr wegen Bankenrettung, sondern sie steigen vor allem, weil während dieser langen, zähen Rezession die Steuereinnahmen schlichtweg wegbrechen. Jetzt haben Sie in dem Artikel Die große Illusion ja auch einen Startpunkt ausgemacht, nämlich die nach 1982 und den Beginn der Deregulierungen. Aber was war der eigentliche Antreiber dafür? Welche Theorie steht eigentlich dahinter, dass es zu diesem Schuldenaufbau gekommen ist tatsächlich? Da würde ich gerne nochmal eine kurze Bemerkung von Ihnen haben, Herr Dittli. Nun, ich kann natürlich keine Kausalität zuordnen. Ich setze den Start der großen Illusion, den Start dieser gut 25-jährigen Entwicklung auf 1982. Das war die Zeit, als die Reagan-Administration begonnen hat, den Finanzmarkt zu deregulieren. Das war dann ein langer Prozess. Aber wie gesagt, keine Kausalität will ich da festgestellt haben. Ich denke, was aber geschehen ist, und dort hat die neoklassische Ökonomie in meiner Ansicht nach versagt, ist, dass ein privater Schuldenaufbau irrelevant ist. In der neoklassischen Ökonomie spielen private Schulden keine Rolle, weil des einen Schuld ist immer des anderen Guthaben und das macht daher nichts. Und die Rolle des Finanzsystems in diesem exzessiven Schuldenaufbau wurde komplett negiert. Herr Elsner, jetzt haben wir die beiden anderen gehört. Wie sehen Sie das? Also dieser private Schuldenaufbau, ist der auch in Ihrer Sichtweise hier der eigentliche Urgrund, dass das bis zu einer Krisenmoment sich aufgeschaukelt hat? Also ich will vielleicht nochmal da anfangen, wo Patrick Bernau vorhin eingestiegen ist. Da sagte er nämlich, ich fand das ganz richtig und auch ganz wichtig,
Weil wir immer so tun, als ob wir die Krise genau verstehen oder genau erklären können. Ich glaube, wir haben sinngemäß gesagt, die Krise richtig zu verstehen. Also das glaube ich auch. Ich habe dazu ja auch mal eine Mindmap schon vor mehreren Jahren angefangen, um einfach mal die verschiedenen Krisenursachen, die genannten in Medien, in Fachartikeln, in den wissenschaftlichen Aufsätzen zu sammeln. Ich glaube, da sind wir immer noch weit von entfernt. Das fällt nochmal voran. Ich glaube, ich habe jetzt keine was das Thema Privatverschuldung betrifft, ich komme ja immer von der Mikroebene, ne, oder von der wirtschaftspraktischen Ebene, wie einige manchmal lästern. Da spielt natürlich das Thema Verschuldung eine Rolle. Ich würde jetzt aber nicht mich so weit aus dem Fenster legen, dass die große private Verschuldung sozusagen Hauptursache für die Krise ist. Aber Verschuldung wirkt, wenn man sich das im Unternehmen anguckt, und ich habe auch mal ein Unternehmen geleitet, das hoch verschuldet war, und ich weiß, was das für Lähmung auslösen kann, nämlich bei Investitionsneigungen und auch bei Kunden und auch bei Einkäufern. Von daher sehe ich immer das auch ein großes Problem bei einer zu hohen Verschuldung, egal ob das auf der einzelwirtschaftlichen Ebene ist oder auch auf der Makroebene. Denn Verschuldung heißt immer, es muss jemanden geben, der diese Schulden trägt, also der Gläubiger ist. Und dieser Gläubiger wird nur dann als Gläubiger auftreten, wenn er in welcher Form auch immer eine Gewähr hat dafür, dass er diese Schulden zurückgezahlt bekommt oder seine Anleihen oder was auch immer zurückgezahlt bekommt. Und wenn das war ja nun massiv gestört und es ist immer noch massiv gestört, dann haben wir sehr viele Auswirkungen. Und dann haben wir wahrscheinlich auch Auswirkungen, die, vielleicht kommen wir daher nachher nochmal drauf, wir haben dann eine sehr große Unsicherheit, eine große Verunsicherung. Das würde vielleicht in das Thema Animal Spirits von Keynes auch passen. Und wir haben dann auch eine große Zurückhaltung bei Neuinvestitionen. Also von daher würde ich zustimmen, dass die Verschuldung eine zentrale Rolle spielt. Aber sie als alleinige Ursache zu sehen, das würde ich nicht machen. Ja, vielen Dank, Herr Elsner. Ich möchte doch nochmal bei den strukturellen Ursachen bleiben und fragen in die Runde, wie man jeweils die Theorie von Minsky sieht, der ja nicht so einfach einzuordnen ist jetzt in diese hayekianisch-österreichische Schule oder in die keynesianische Konjunkturstützung, sondern irgendwas Eigenständiges ist. Man hat im Jahre 2007, 2008 ja allerorten gehört, das war jetzt irgendwie ein Minsky-Moment, und in dem Moment ist er ja so aus einer Versenkung wieder emporgestiegen. Auch Braunberger hat ja in seinem Artikel vorhin nicht nur Hayek und Keynes, sondern auch Minsky genannt. Ist er der Schlüssel mit seiner Theorie, nämlich, dass das Geldsystem und die Art und Weise, wie das Geld in den Kreditkreislauf kommt, welches Geldsystem wir eigentlich haben, nicht doch der Schlüssel dazu, um die private Aufschuldung, die Herr Dittli genannt hat, irgendwie überhaupt mit einer Theorie fassen zu können? Herr Bernau. Einerseits ja, aus meiner Sicht. Ja, Minsky hilft uns zu verstehen, was da passiert. Er versteht und er hilft uns, es im Nachhinein zu erklären und mit einer Geschichte zu versehen. Da müssen wir dann bei Minsky nachschlagen, da können wir dann auch weitergehen zu Charles Kindleberger. Empfehle ich jedem ein wunderbares Buch von Charles Kindleberger. Dann haben wir unsere Erzählung, dann haben wir das Narrativ, von dem ja so ein Verständnis der Krise häufig abhängt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aus meiner Sicht, dann hört's auf. Dass das Ganze ein Minsky-Moment war, das wussten wir hinterher. Das eigentliche Ziel, das wir ansteuern sollten aus meiner Sicht, ist vorher zu wissen, wann uns so ein Minsky-Moment droht. Und da sind wir ehrlich gesagt... Also da hat uns Minsky nicht furchtbar weitergebracht, da mag uns Rogoff vielleicht im Moment weiterbringen, aber da sind wir wirklich noch lang nicht am Ende mit der Frage zu erkennen, wann ist eine Situation wirklich gefährlich. Ja, dem möchte ich ziemlich klar widersprechen. Sie haben natürlich recht, erst mit dem Jahr 2007 und 2008 wurde Hyman Minsky überhaupt wieder entdeckt. Er war komplett marginalisiert vorher. Ich würde aber widersprechen, dass uns Minsky nicht hilft, die Entstehung der Spekulationsblase zu erkennen. Er gibt uns da ein recht schönes Framework mit seinen drei Stufen,
des Schuldenaufbaus. Er hat die Stufen unterschieden in Hedge Finance, Speculative Finance und Ponzi Finance. Und die unterscheiden sich in der Art und Weise, wie die Schuldner, also diejenigen, die Kredit aufnehmen, über diesen Kredit denken. Im normalen Umfeld, und das ist das Hedge Finance, hat also nichts mit Hedge Funds zu tun. Im normalen Umfeld nehmen Private, seien das Privatpersonen oder Unternehmen, nehmen Schulden auf, nehmen Kredit auf, um damit zu investieren. Und der Cashflow, den dieses Investment abwirft, der Cashflow, der reicht aus, um den Zins, also um die Zinsen zu bedienen und um die Schuld abzuzahlen mit der Zeit. Es kommt dann irgendwann der Punkt, wo wir in die Speculative Finance wechseln. Dort reicht der Cashflow des Investments nicht mehr aus, um die Schuld abzuzahlen, sondern reicht nur noch, um die Zinsen zu bedienen. Und dann kommen wir in die Ponzi Finance. Dort reicht der Cashflow des neuen Investments nicht mal mehr aus, um die Zinsen zu bedienen. Das Investment wird nur getätigt in der Annahme, dass das Asset, das man gekauft hat, sei das ein Haus, sei das Aktien, was auch immer, dass der Wert dieses Assets weiter steigt. Und so, jetzt auch wieder rückblickend betrachtet, war das ein sehr schönes Framework, weil man hat natürlich klar gesehen, dass der amerikanische Immobilienmarkt ungefähr ab dem Jahr 2004 im Ponzi-Finance-Status war, wo Hypotheken vergeben wurden, die der Schuldner nicht zurückzahlen konnte. Die Hypotheken wurden vergeben in der Annahme, sowohl von Schuldner wie auch von Gläubiger, dass der Wert des Assets einfach weiter steigt. Genau das gleiche Muster hatten wir in Irland, in Großbritannien und in Spanien. Also das Framework, das gibt uns schon ziemlich schönes Material, um zu sehen, wann eine kreditfinanzierte Asset-Blase gefährlich wird. Aber dann, darf ich da mal eingreifen, weil ich kenne jetzt Minsky nicht so gut. Ich habe mich mit Minsky zwar zwei, dreimal befasst, ich kenne die kurz nachgelesen, aber nicht in der Tiefe. Nur wenn man so argumentiert, Herr Dietli, wie Sie jetzt argumentieren, dann müsste ja eigentlich jede Spekulation sozusagen oder jeder Kauf von Assets am Aktienmarkt, und auch da sehen wir ja seit Jahrzehnten Kreditkäufe, müssten ja auf eine solche Gefahr hindeuten. Dann müssten wir ja quasi ständig vor einem Minsky-Moment stehen. Genau da sehe ich die große Schwierigkeit. Ich würde da gerne nochmal einhaken. Genau da sehe ich die große Schwierigkeit an Minsky. Wie auch an vielen anderen Krisentheorien. Unser Problem auch im Vorlauf der Finanzkrise war nie, dass man zu wenig Krisenkandidaten hatte. Wir haben überall gesehen, hier ist die Asienkrise, hier droht was, und auch in den Schwellenländern, ob dieses Wachstum mal nicht zu schnell ist. Und da ist Vogelgrippe, das könnte die Wirtschaft zum Einsturz bringen. Das eigentliche Problem, das man vor so einer großen Krise hat, ist ein Übermaß an Warnungen. Und dieser Blick auf Minsky liefert uns, fürchte ich, genau das, ein Übermaß an Warnungen. Ich habe selber geglaubt, kurz nachdem dann die Immobilienblase geplatzt ist, alle Leute in Staatsanleihen reingegangen sind. Ich hatte gerade Minsky gelesen, habe gedacht, Mensch, da ist unsere nächste Blase, die Staatsanleihen, die deutschen Staatsanleihen, die kommen bald zurück. Und da warte ich jetzt seit 4 Jahren drauf, dass die deutschen Staatsanleihen an Wert verlieren. Und vielleicht kommt es eines Tages, aber genau diese Frage, ex ante, bevor es wirklich platzt, entscheiden zu können, da ist, glaube ich, der Knackpunkt. Und ich werde mir immer unsicherer, ob das überhaupt möglich ist. Das sind natürlich berechtigte Einwände, ganz klar. Vielleicht zu Herrn Elsner. Aktienmarkt finde ich schwierig festzustellen, weil Aktienmarktspekulation ist niemals in dem gleichen Ausmaß kreditfinanziert wie Immobilienmarktspekulation. Im Aktienmarkt haben Sie in normalen Zeiten haben Sie ein bisschen Leverage drin, aber niemals im Ausmaß wie Immobilienmarkt. Vielleicht generell, Minsky hilft mir nicht, um irgendeine Finanzkrise zu erkennen. Er hilft mir, um einen exzessiven Kreditaufbau in der Wirtschaft zu erkennen. Und der ist historisch betrachtet am ehesten trat der auf im Zusammenhang mit Immobilienblasen. Ich möchte noch kurz anfügen zu Herrn Bernau. Die schwierigste
wirklich schwierig festzustellen, wann der Bondmarkt eine Blase ist. Das ist wirklich ein Rätsel, weil, also Sie sagen, wir warten eigentlich seit Jahren darauf, dass der Bondmarkt einbricht. Aber dort haben Sie natürlich, Sie haben einerseits gar kein Leverage-Element, weil Bonds, die sind wirklich, die Schulden des einen sind das Guthaben der anderen. Und dort haben Sie natürlich im Moment den Effekt, dass diese Preise am Bondmarkt in hohem Maß von den Notenbanken verzerrt sind. Ja, das fand ich einen sehr wichtigen Punkt zum Schluss. Herr Dietli, die Frage ist doch, ich weiß, dass die Vergleiche mit der Krise vor 80 Jahren auf jeden Fall hinken werden und so weiter. Dennoch muss doch konstatiert werden, und das hat auch die Zeit vor kurzem wieder geschrieben, wo stehen wir denn in dem Krisenablauf im Augenblick? Und man hat dort bewusst auch einen Vergleich mit österreichischen Wirtschaftswissenschaftlern mit der Krise in den 30er Jahren gemacht. Vor einem Jahr hat man dort noch gesagt, ja, durch die Art und Weise, wie die Notenbanken eingegriffen haben, nachdem es dann dieser Kipppunkt erreicht war und das Deleveraging eingesetzt hatte, dieser Regelkreis, der dann auf einmal wirklich abwärts gerichtet sich selbst verstärkt hat, haben die Notenbanken halt ganz anders reagiert als damals. Ich weiß, dass, wie gesagt, das Geldsystem nicht direkt vergleichbar ist. Dennoch muss man sagen, dass das auf jeden Fall diesen Abwärtsflug gestoppt hat, als man in der G20 einfach gemeinschaftlich gehandelt hat. Zu dem damaligen Zeitpunkt, wie Sie wissen. Jetzt ein Jahr später, kommt der gleiche Artikel zu der Einschätzung, jetzt liegt man aber schon etwas schlechter als in den 30er Jahren. Während dort schon eine direkte Aufwärtsbewegung da war, ist jetzt weiterhin ein ganz flaches Wachstum oder eine ganz langsame Erholung nur da. Wie würden Sie denn den Status in der Abfolge der Krise im Augenblick, den ich eben versucht habe zu skizzieren, selbst bewerten? Ich glaube, wir sind aus dieser Krise noch lange nicht raus. So wie ich das sehe, kann man so eine Krise im Wesentlichen auf zwei unterschiedliche Arten lösen. Oder aus solchen Krisen im Wesentlichen auf zwei unterschiedliche Arten rauskommen. Und vielleicht gibt es ja den dritten Weg am Ende noch, den wir in der Überschrift angesprochen haben. Der eine Weg ist der des Nichtstuns oder des zusätzlichen Sparens, der Austerität, allem, was in dieser Ecke liegt. Dann geht das so ab, wie es in den 30er Jahren gelaufen ist. Dann geht das auch so ab, wie es in Estland gelaufen ist und wie es auch in Island gelaufen ist jetzt in den letzten Jahren. Dann geht das einmal ziemlich tief runter. Danach berappelt man sich wieder und wächst dann aus diesem Tal auch wieder relativ schnell raus und hat relativ schnell wieder das Wachstum, hat relativ schnell wieder das Gefühl, dass es aufwärts geht, das Menschen typischerweise relativ wichtig ist. Dafür hatte man am Anfang ein ziemlich tiefes Tal. Der zweite Weg rauszukommen ist aus meiner Sicht der nachfrageorientierte keynesianische mit viel Geld. Man probiert die unmittelbaren Krisenfolgen möglichst sanft zu halten, man probiert die abzumildern, kommt dann aber am Ende auch nicht da raus, dass einfach was geschehen muss, dass typischerweise unter sich in den Jahren vor so einer Krise einfach strukturelle Schwierigkeiten in der Wirtschaft aufgebaut haben, die erst abgebaut werden müssen. Und wenn man das nicht auf einmal schnell macht, dann macht man das eben langsam und über mehrere Jahre weg, dann hat man die Schwierigkeiten mehrere Jahre, aber sie sind im Einzelnen und auf kurze Frist nicht so heftig. Und ich glaube, wir haben in dieser Krise zumindest Europa, Amerika, die meisten westlichen Staaten haben eher den letzteren Weg gewählt, in dem es nicht so tief runtergeht, aber dafür halt auch länger braucht, bis man draußen ist. Ja, also zu Ihrer ersten Frage, wo wir stehen in der Abfolge der Krise. Ich denke auch, die dauert noch lange. Wir haben immer noch einen Schuldenüberhang und es spielt in der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung keine Rolle, ob dieser Schuldenüberhang auf den privaten Bilanzen, auf den staatlichen Bilanzen oder in beiden Bilanzen sind. Aber wir haben einen Schuldenüberhang. Das ist in Europa der Fall, wo es noch weitere Schuldenrestrukturierungen geben wird. Interessant war die Bewegung in den USA. Die USA fielen nach 2008 klar in eine sogenannte Bilanzrezession.
Das hat ein anderer Ökonom, den ich sehr wichtig finde, den Richard Koh vom Nomura Research Institute, hat diesen Begriff geprägt. Eine Bilanzrezession findet statt, wenn die privaten Wirtschaftssubjekte, Unternehmen und private Haushalte, alle zusammen ihre Bilanzen sanieren und Schulden abbauen, dann sackt die Wirtschaft zusammen. Und das haben wir klar gesehen in den USA, auch in Spanien. Und was Bernanke geschafft hat, und ich sage jetzt mal geschafft, ob das langfristig gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, aber Bernanke hat dieses Deleveraging in der Wirtschaft gestoppt. Wir hatten etwa 3 Jahre lang haben die Unternehmen und Haushalte ihre Schulden abgebaut. Und während dieser Zeit hat der Staat seine Schulden aufgebaut. Wir sehen jetzt aber, dass die privaten Wirtschaftssubjekte allmählich wieder Kredit aufnehmen. Also es sieht so aus, als wäre das private Deleveraging in den USA gestockt. Die Schulden insgesamt im Privatsektor in den USA sind immer noch enorm hoch. Also so gesehen wäre es wahrscheinlich langfristig gesünder gewesen, wenn das Deleveraging noch weiter gedauert hätte. Ich möchte insofern nur Herrn Bernau widersprechen, den ersten Weg, den er vorhin skizziert hat, im Sinn von kurz und heftig runter, dafür dann aber auch rascher wieder rauf. Ich kenne kein historisches Beispiel, in dem das geklappt hätte, in einem Ausmaß, wie die Weltwirtschaft heute dasteht. Ich denke, Island taugt nicht als Beispiel, auch die baltischen Staaten taugen nicht als Beispiel. Und in den 30er Jahren dürfen wir nicht vergessen, ja, zwischen 1929 und 1931 haben die Notenbanken nichts getan, aber mit dem Ausstieg eines Landes nach dem anderen aus dem Goldstandard hatten wir einen enormen monetären Stimulus. Großbritannien 1931, die USA 1933 und so weiter. Also da gab es einen wahnsinnig großen monetären Stimulus und dann ab 1933 auch Fiskalstimulus in den USA, auch in Deutschland. Esner, die sind ja eher Mikroökonomen und deswegen haben wir jetzt gerade die Debatte zwischen den zwei eher makroökonomisch orientierten. Aber naja, bei den Lösungskonzepten, glaube ich, kommen dann ihre Stärken mehr. Aber sie haben bestimmt auch eine Meinung zu dem Thema eben. Ja klar, also zu der Frage, ob wir sozusagen durch sind, durch die Krise oder nicht, bin ich auch klar der Meinung, dass die Krise noch nicht ausgestanden ist. Wobei, es kommt nur ein bisschen darauf an, wie die Krisendefinition und welchen Sektor gucke ich mir denn an. Ich gucke mal schwerpunktmäßig, weil das jetzt in den letzten 2 Jahren das Thema war, Euro-Krise an. Da glaube ich nicht, dass wir durch sind. Also ich mache die Euro-Krise hauptsächlich fest an den, das ist für mich immer so ein ganz klar zu sehender Indikator, an den Leistungsbilanzen. Leistungsbilanzüberschuss für Deutschland bedeutet immer wieder, dass dieser Leistungsbilanz oder dass dem gegenüber Leistungsbilanzdefizite in anderen Ländern stehen und dass diese finanziert werden müssen. So, und dadurch gibt's einen immer stärkeren Schuldenaufbau, egal ob jetzt im Privatsektor, im Finanzsektor oder im staatlichen Sektor. So, und ich sehe, ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann gehen die Defizite in Krisenstaaten zurück. Deutschland feiert aber weiterhin seine sehr großen Leistungsbilanzüberschüsse. Klar, aus Sicht der Exportindustrie ist das auch sehr erfreulich. Für mich ist das aber immer noch so ein Warnsignal, ne? So ein Warnindikator. Ne? Das kann, weil Leistungsbilanzüberschüsse heißt, es muss jemand da sein, der diese Leistungsbilanzüberschüsse finanziert. Im Moment scheint das der Fall zu sein. Im Moment scheint das auch wieder über den privaten Sektor der Fall zu sein. Von daher sehen wir da eine gewisse Entspannung. Aber das kann sich schnell durch irgendeinen Moment, den wir jetzt gar nicht abschätzen oder einschätzen können, kann sich das schnell mal wieder drehen. Herr Elsner, zur Euro-Krise, die Sie eben begonnen haben, werden wir gleich kommen. Ich möchte den anderen Punkt noch halt versuchen abzuschließen. Minsky haben wir genannt. Wir haben ungefähr gesagt, wo wir stehen. Da gibt es einen gewissen Unterschied. Ja, unser Verständnis ist noch am Lernen. Ich weiß, wie Dirk Bezimmer bei dem vierten Video gesagt hat, zum Schluss in der 30er Jahren hatte es 20 Jahre gedauert, bis das neue ökonomische Denken sich durchgesetzt hat. Das würde ja heißen, dass wir noch einige Jahre darauf warten müssten, bis es in dieser Krise soweit ist. Wie sehen Sie denn das, Herr Dietli? Ja, ich denke, wir sollten wahrscheinlich nicht überschätzen,
dass es um die Frage geht, dass ein komplett neues ökonomisches Denken Einzug halten muss. Es macht ja oft auch so ein bisschen den Anschein, als sei das ein riesengroßer Glaubenskrieg und jede Seite spricht nur noch seine Sprache und will gar nicht mehr zuhören, wie es auf der anderen Seite klingt. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass die Mainstream-Ökonomie, die Lehrbuchökonomie, die anderen Theorien stärker einbezieht. Und dieser Punkt ging meiner Meinung nach zu stark vergessen in den Jahren der Great Moderation. Man darf nicht vergessen, da wurden Dinge gesagt von heutigen Notenbankpräsidenten. Ben Bernanke sagte zum Beispiel, Blasen kann man nicht erkennen. Punkt. Spekulationsblasen kann man nicht erkennen. Er sagte auch, die Lehren von Minsky und Kindelberger haben wir angeschaut, aber wir haben sie verworfen, weil das würde ja bedeuten, dass die Finanzmärkte nicht effizient sind. Also da wurde wichtiges Theoriematerial schlichtweg ausgeblendet, weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte. Und das ist wichtig, dass dieses Denken Einzug in die Mainstream-Ökonomie findet, ohne die gesamte neoklassische Ökonomie über den Haufen zu werfen dabei. Also auch Sie sehen kein wirkliches Alternativmodell am Augenblick am Horizont. Nein, ich denke, ein definitives Alternativmodell als solches ist auch nicht nötig, sondern eine Weiterentwicklung der Modelle, die wir haben, und eine Fusion der Modelle, die wir haben. Herr Bernau, das schließt ja wieder daran an, was ich im Anfang an dem Artikel von Braunberger ja aufgezeigt habe. Er sagt ja da was Ähnliches, wie der Herr Dietli eben gesagt hat. Und ich merke ja, dass bei Ihnen im Blog auch sehr viele Bemühungen da sind, sich zu öffnen, also Institutionenökonomie, Verteilungsökonomie. Diese Fragen werden ja bei Ihnen regelmäßig behandelt. Würden Sie das jetzt so unterstützen, was der Herr Dietli gesagt hat? Einerseits ja, ich glaube natürlich mit Herrn Dittli, mit Gerald Braunberger, dass die Mainstream-Ökonomik das in gewisser Weise inkorporieren wird. Wenn sie es nicht tut, ist sie bald nicht mehr die Mainstream-Ökonomik, dann ist was anderes die Mainstream-Ökonomik. Der Ansatz, der am Ende die Krise am besten erklären kann, das wird der neue Mainstream sein. Ich glaube auch, dass wir davon noch ein ganzes Stück weg sind. Ob es wirklich 20 Jahre sind, weiß ich nicht. Es könnte schneller gehen, weil Informationen und Gedanken sich heute schneller verbreiten, als das in den 30er, 40er Jahren der Fall war. Es könnte aber auch genauso lang dauern wie damals, wenn es nicht eine Frage dessen ist, wie schnell sich die Information verbreitet, sondern wie schnell Menschen ihre Einstellung und ihre Haltung ändern. Und das ist ein Punkt, wo ich im Moment das Gefühl habe, das ist an vielen Stellen noch nicht passiert. Wenn wir zum Beispiel gerade in die Notenbanken reingucken, dann sagen Leute wie Ben Bernanke, selbst Alan Greenspan, die stellen sich heute hin und sagen, ja, die Great Moderation anzunehmen, dass wir immer wachsen können, ohne dass es Inflation gibt und wir uns damit keine Probleme einhandeln, das war ein Fehler. Aber was man in solchen Krisensituationen tut, da verfallen die Leute immer noch in exakt die gleichen Schemata, die sie seit 10, die sie seit 20 Jahren, eigentlich seit den 70ern, eigentlich seit dem praktischen Beginn des Keynesianismus, immer in diese Schemata, die sie seitdem immer wieder nutzen. Ist irgendwo ein Problem? Wir senken die Zinsen, wir schmeißen Geld hin. Und dann wird sich's schon lösen. Man modifiziert das ein bisschen in dem Sinn, dass Bernanke jetzt feststellt, ups, die Zinsen können wir irgendwann nicht mehr weiter senken, irgendwann sind wir an der Nulllinie. Und Bernanke ist dann sehr bekannt und sehr berühmt dafür geworden, dass er sich Gedanken drüber gemacht hat, was macht man denn eigentlich, wenn die Zinsen mal die Nulllinie erreicht haben und man sie nicht noch weiter senken kann. Was ich mir ehrlich gesagt wünschen würde, wäre zum Beispiel an dieser Stelle ein wirkliches Nachdenken darüber, ob dieser Ansatz uns tatsächlich fundamental noch weiterbringt. Und deshalb, das fand ich heute sehr spannend, Herr Garscher, Sie haben das ja auch schon wahrgenommen, wie ich auf Twitter gesehen habe, in dem Sinn fand ich es heute wirklich sehr spannend, dass Raghuram Rajan indischer Notenbankpräsident geworden ist, weil Raghuram Rajan war einer von den wenigen, die tatsächlich im Vorfeld exakt diese Krise gesehen haben und exakt benannt haben, welche Krise das ist. Raghuram Rajan ist jemand, der sich im Moment sehr kritisch mit der Politik der Notenbanken auseinandersetzt. Und jetzt mal zu gucken, wie der praktische Notenbank
Geldpolitik, praktische Geldpolitik in Indien macht. Ich glaube, da wird man einiges davon lernen können. Entweder er macht es richtig oder er macht es falsch, aber er macht es auf jeden Fall nicht so, wie man es die letzten 20, 30 Jahre gemacht hat. Ja, das habe ich auch heute Nachmittag gedacht. Deshalb habe ich gedacht, das passt ja wunderbar für unsere Abendveranstaltung. Aber jetzt noch zwei kurze Erwiderungen, erst von Herrn Elsner, dann Herrn Dietli. Aber dann müssen wir wirklich ganz kurz die Geldpolitik streifen, wie es Herr Bernau eben schon angefangen hat. Die Frage war ja, oder eine der Kernfragen war ja jetzt, gibt es oder wird es ein neues ökonomisches Modell? Dass wir immer danach suchen, dass wir nach Erklärungsmodellen suchen und dass wir auch immer nach einer idealen Theorie suchen. Ich persönlich glaube, es wird weder in 5 Jahren noch in 10 noch in 20 Jahren ein wirkliches abschließendes Modell geben. Selbst wenn wir in 10 oder 15 Jahren eine Krise erklären können, wird dieses Modell die nächste Krise nicht erklären. Also da würde ich meine Rente drauf verwetten, dass wir das, dass das so kommen wird. Also ich glaube, wir müssen uns von dem, vielleicht auch so ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass die Ökonomie eine abschließende Erklärung liefern kann, wie das vielleicht die Physik oder die Naturwissenschaften für bestimmte Phänomene in der Natur machen können. Das wird es nicht geben. Also da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Und ich glaube, das ist immer eine Glaubenslehre oder vielleicht auch, ich fand diesen Artikel von, obwohl ich sonst kein großer Anhänger der Theorien von Paul Krugman bin, was er vor ein paar Wochen mal geschrieben hat, ist, dass diese ihn eigentlich immer nur als Rechtfertigung dienen für bestimmte praktische oder, wenn man so böswillig ist, auch für interessengeleitete Handlungen der jeweiligen Politiker oder der jeweiligen Wirtschaftselite. Gut, das klingt vielleicht ein bisschen böswillig, aber manchmal, ich spieße das ja auch gerne mal auf in meinem Blog, dass es so eine gewisse Beliebigkeit gibt, wie man ökonomische Theorien und Modelle heranzieht. Nur ganz kurz, ich denke, es wäre fehlgeleitet, wenn wir jetzt alle auf die Suche nach dem richtigen Modell gehen. Ein Problem war ja die extreme Modellgläubigkeit vor dieser ganzen Krise. Ich denke, was wirklich wichtig ist, ist das Verständnis für die Mechanik in der Wirtschaft. Und dort spielt ganz schlichte doppelte Buchhaltung eine enorm wichtige Rolle. Herr Elsner hat es ganz kurz angesprochen, dass das Thema der Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen, das ist schlichte doppelte Buchhaltung, weil mit den Leistungsbilanzen sind auch Kapitalflüsse verbunden und die führen bei großen Ungleichgewichten zu massiven Problemen. Und das Verständnis für diese Mechanik, diese brutal einfach zu erklärende Mechanik, das muss geschärft werden. Dann bleibe ich bei der Geldpolitik, der Herr Bernau vorhin mit einer Neubesetzung des indischen Notenbankpräsidenten durch den ehemaligen IWF-Chefökonom Rajan, der 2005 ja die Krise damals bei einer wichtigen Konferenz betont hat, und Larry Summers, das war ja das Interessante heute in Ihrem Artikel auch, Herr Bernau, der jetzt ja auch als Kandidat für die Fed, für die Nachfolge von Bernanke ansteht, damals ja das abgewiegelt hat. Wir müssen jetzt die Geldpolitik nochmal betrachten. Herr Bernau hat ja schon deutlich seine Skepsis zum Ausdruck gebracht über die gegenwärtige. Er sagt ja eigentlich, dass die eher keynesianisch geprägt ist. Sie, Herr Dietli, haben vorhin gesagt, dass Ben Bernanke aber immerhin etwas erreicht hat, wo Sie vorhin aufgeführt haben, dass das Deleveraging, also das Entschulden der Privaten, praktisch zum Stoppen gekommen ist. Wie bewerten Sie die geldpolitischen Maßnahmen und wie wirkungsmächtig sind sie denn noch? Um dann später auch mal überzuleiten zu der Fiskalpolitik, die ja nach meiner Meinung sträflichst vernachlässigt wird. Aber zuerst die erste Frage. Ich würde vorausschicken, die extrem expansive Geldpolitik, die kann man genauso Milton Friedman zuordnen. Der hat auch die Diagnose erstellt, dass in den frühen 30er Jahren die Notenbanken viel zu restriktiv waren. Ben Bernanke hat ja kurz vor dem Todestag von Milton Friedman an einer Geburtstagsrede gesagt, Milton, it's true, we did it, and because of you, we won't do it again. Das war vor Ausbruch der Krise. Also die extrem expansive Geldpolitik, die ist nicht einfach so keynesianisch. Für mich ist der wichtige keynesianische Aspekt ist die Fiskalpolitik, zu der wir ja nachher wahrscheinlich noch kommen. Aber vielleicht kurz, ich würde Bernanke extrem schlechte Noten geben vor Ausbruch der Krise,
für seine Unfähigkeit zu erkennen, dass im amerikanischen Immobilienmarkt sich ein Problem aufbaut, ein massives Problem. Ich gebe Bernanke extrem gute Noten für die Zeit ab Herbst 2008, Winter 08/09 und das Jahr 2009, weil er hat erkannt, dass die Welt, dass die USA und mit ihr die Weltwirtschaft auf Kurs einer großen Depression waren. Und er hat die Schleusen aufgerissen zu einer Zeit, als Jean-Claude Trichet geschlafen hat in Frankfurt. Das hat er extrem gut und richtig gemacht. Und jetzt ist die Frage, wann hört er auf? Und er hat sich ja jetzt in diese Lose-Lose-Situation gebracht, dass er eigentlich gar nicht aufhören kann, ohne die Märkte wieder zu erschüttern, wie wir gesehen haben im Mai und Juni. Die Gefahr, die jetzt besteht, ist natürlich, dass eine neue Asset-Blase aufgebaut wird und dass er eben das Deleveraging, das eben schlussendlich doch nötig ist, dass er das gestoppt hat. Wir sind nach wie vor mit einem massiven Schuldenüberhang konfrontiert. Und diese Schulden, die gehen nicht einfach weg, wenn man die Asset-Märkte wieder aufpumpt. Da stimme ich Herrn Dietli komplett zu. Mir ist noch ein Missverständnis aufgefallen von vorhin. Ich wollte nicht gesagt haben, dass das zwangsläufig das Geld werfen, dass das tatsächlich zwangsläufig keynesianisch ist. Aber was tatsächlich der Fall ist, die Modelle, mit denen Notenbanken arbeiten, mit denen sie die Wirtschaftsentwicklung abschätzen, die sind alle im Moment in irgendeiner Form keynesianisch. Keynesianisch, teilweise neo-keynesianisch, teilweise darauf nochmal weiterentwickelt, aber der Kern der Modelle, mit denen Notenbanken arbeiten, das gilt für die EZB wie die amerikanische Notenbank, der ist immer keynesianisch und Keynesianismus ist notorisch schlecht darin, längerfristige Folgen zu beurteilen. Darum ging es mir hauptsächlich zu sagen, guckt mal, ob man dort nicht nochmal andere Modelle braucht. Und dann sind wir auch wieder beieinander, Herr Dietli. Geldpolitik hilft uns aus meiner Sicht nicht vollständig. Wir müssen unbedingt über die Fiskalpolitik reden. Und dann auch dort, und da widersprechen wir uns dann, glaube ich, wieder, in der Fiskalpolitik dann doch auch wieder über das Versagen des Keynesianismus. Herr Elstner, Sie haben ja gestern in einem Artikel in der Vorbereitung des Abends geschrieben, dass Sie nicht glauben, dass Geldpolitik wirklich was bewirkt. Insofern bin ich gespannt, was jetzt Ihre Position ist. Ja, ich hatte das ja auch schon vor anderthalb Jahren mal geschrieben. Ich glaube, Patrick, da hatten wir auch mal drüber diskutiert vor anderthalb Jahren. Als ich mir mal eine Statistik angeguckt habe über die Kreditvergabe. Also ich sag mal, die These ist ja, wenn Geldpolitik wirken soll oder auf die Konjunktur wirken soll, dann muss sie sich auch, dann muss sie in der Realwirtschaft auch ankommen. Dann muss sie in Kredite umgemünzt werden und irgendwie in Nachfrage. Und ich glaube, das passiert gerade nicht und das wird wahrscheinlich noch viel zu wenig hinterfragt. Und die Zahlen, über die ich vor anderthalb Jahren mal geschrieben habe, das war einfach, da ging es um die Abhängigkeit der Unternehmen, der Unternehmensfinanzierung von Bankkrediten. Denn das ist ja sozusagen das Scharnier. Der Bankkredit ist das Scharnier der Notenbank hin in die Realwirtschaft. Und die haben sehr stark, das waren jetzt Zahlen für Europa beziehungsweise für Deutschland, die haben sehr stark abgenommen in den letzten 10, 15 Jahren. Und von daher glaube ich, dass die Geldpolitik eine weniger große Rolle spielt, nämlich für die Realwirtschaft, als wir das glauben. Und wenn man sich jetzt mal die Entwicklung in den USA anguckt, ich glaube in der FAZ oder wo auch immer gelesen, dass es in den USA einige Gegenden gibt, die auch wirtschaftlich schon wieder sich sehr gut entwickeln, wirklich an der Geldpolitik an der Amerika liegt, sondern das liegt möglicherweise daran, dass es da eine bestimmte Sonderkonjunktur gibt oder bestimmte Investitionsneigungen gibt. Also da war jetzt, ich meine, in dem Artikel war davon von der Schieferölförderung oder Fracking die Rede, dass sich daraus eine Sonderkonjunktur entwickelt. Das sind also dann realwirtschaftliche Sachverhalte und haben rein gar nichts mit der Geldpolitik zu tun. Herr Dietli, was meinen Sie, ist die Geldpolitik, wie wirkungsvoll ist sie zurzeit noch in dem Stadium, wo wir uns befinden? Vorhin haben Sie gesagt, dass Ben Bernanke jetzt ein Gefangener eigentlich dessen ist, dass er diese Politik eröffnet hat, damit auch diesen ersten Erfolg da errungen hat. Aber jetzt schon bei dem kleinsten Anzeichen, bei seiner Rede ja vor einigen Wochen, hat man es ja sehr stark gemerkt, im Zusammenhang dann auch, was die Chinesen bei Ihnen noch gemacht haben, das ist ein anderes Thema, aber
Er musste sofort zurückrudern und die Europäer, die Bank of England und die EZB haben ja gesagt, sie würden weiterhin festhalten an diesen Geldfluten und dieser Bereitstellung. Wie wirkungsmächtig ist im Augenblick die Geldpolitik noch? Sie allein kann die Krise nicht lösen. Die Geldpolitik kann nur das Umfeld schaffen, damit die Fiskalpolitik oder wie wir sie nennen wollen, die Krise lösen kann. Ich denke, die Geldpolitik kann ganz, ganz viel verschlimmern, wenn sie sich falsch verhält. Wenn jetzt zum Beispiel in jenem schicksalshaften Herbst 2008 und den Wintermonaten 08, 09, wenn damals die Notenbank nicht die Schleusen aufgerissen hätten, dann hätte es wahrscheinlich eine Art Kernschmelze im Finanzsystem gegeben. Darum, ich glaube, die Geldpolitik kann vieles falsch machen. Sie hat jetzt vieles richtig gemacht, damit es nicht schlimmer kam. Aber mit Geldpolitik allein kann dieses Problem, das wir heute haben, unmöglich gelöst werden. Wenn wir uns einig sind, dass das Problem ein Schuldenüberhang ist, der auf der Wirtschaft lastet, dann müssen diese Schulden irgendwie weg. Schulden haben die mühsame Eigenschaft, dass sie nicht einfach verschwinden. Man kann sie nur zurückzahlen, man kann sie weginflationieren oder man kann sie erlassen. Die Notenbank kann eine Rolle spielen in der Inflationierung der Schulden. Das ist vielleicht ein Weg, über den wir noch sprechen, aber sie kann nicht die Schulden zum Verschwinden bringen. Wenig Widerspruch an dieser Front. Wir merken das ja auch an den unterschiedlichsten Stellen, wie das Geld, das die Notenbanken jetzt über die letzten Jahre verteilt haben, wie das an den unterschiedlichen Stellen rumliegt. Wenn man mal die Konten der einzelnen Unternehmen durchguckt, das kann man tun in Deutschland, das kann man aber auch tun in Amerika, dann stellt man fest, dass in den Unternehmen im Moment enorm viel Geld liegt, mit dem die einfach nichts Richtiges anfangen. Man sagt dann zum Teil, die haben noch Angst, weil sie in der Finanzkrise dann kurzfristig nicht an Geld gekommen sind, jetzt legen sie sich lieber mal ein bisschen mehr aufs Konto. Aber ein Stück weit sind wir auch über diese Situation raus. Was jetzt passieren müsste, das ist das, was Dirk Elsner schon gesagt hat, das ist, man müsste an einen Punkt kommen, an dem die Unternehmen dieses Geld nehmen, wahlweise das Geld, das sie auf dem Konto haben oder das Geld, das sie sich im Moment sehr billig leihen können, an dem sie das nehmen und einfach mal investieren. Das tun sie nicht und da hilft es jetzt inzwischen auch nichts mehr, wenn man noch mehr Geld hinterher wirft, weil es kommt nicht in der Wirtschaft an, die Unternehmen wollen es im Prinzip gar nicht mehr. Also natürlich will jedes Unternehmen einzeln lieber mehr Geld haben als weniger, aber es hilft volkswirtschaftlich einfach nichts mehr, da noch mit zusätzlichem Geld zu kommen. Warum hat es denn in den letzten Jahrzehnten diese wie eine chinesische Mauer zwischen der Fiskalpolitik und der Geldpolitik gegeben? Das war ja eigentlich ein Tabu. Und heute sehen wir doch, dass das nur irgendwie in einer Kombination irgendwie eingesetzt wirklich wirksam ist. Ist das ideologisch begründet gewesen in der Vergangenheit, Herr Elsner? Ehrlich gesagt fällt mir da keine Antwort zu ein. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine Mauer gegeben hat. Also in diesem Gesichtspunkt habe ich das bisher nicht betrachtet. Also ich muss da mal passen bei der Antwort. Ich glaube, man muss unterscheiden, welche Art von Rezession man hat. Alle Rezessionen in der Nachkriegszeit in Europa und in den USA waren verhältnismäßig harmlose Rezessionen. Die waren schnell vorbei, die waren im Geschäftszyklus begründet, die waren relativ schnell vorbei. In aller Regel war es da verschwendetes Geld, wenn man keynesianische Fiskalpolitik betrieben hat. Das reichte mit Geldpolitik. Ich würde sagen, diese Rezession jetzt, 2008 und fortfolgende, das war das erste Mal seit den 30er Jahren, dass wir wirklich eine Bilanzrezession hatten. Und das ist der einzige Fall, wo Geld und Fiskalpolitik Hand in Hand spielen muss, wenn es funktionieren soll. Man kann wahrscheinlich sagen, dass das am ehesten in den USA geklappt hat, wo mit der Geldpolitik von Bernanke auch Fiskalpolitik betrieben wurde. Es hat zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert in Großbritannien, wo die Bank of England extrem expansiv ist, während die Regierung Cameron einen Austeritätskurs fährt, der, wie wir jetzt sehen, zu überhaupt nichts führt. Ob so ein Austeritätskurs zu gar nichts führt oder ob man nur die Zeitdauer der Betrachtung
ein bisschen in die Länge schieben muss. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, Herr Dietli. Aber am Ende bin ich mit Ihnen in vielen Aussagen einig. Die Situation, speziell im Oktober 2008, als dann wirklich fast alles zum Halten gekommen ist, das würde ich auch heute im Nachhinein sagen, das ist tatsächlich die einzige Situation, in der man so einen klassischen Keynesianismus in dem Moment braucht. Schade, dass wir in dem Moment im Prinzip unseren Spielraum für die Verschuldung, dass wir diesen Spielraum für die Staatsverschuldung in dem Moment im Prinzip schon aufgebraucht hatten und es uns eigentlich in dem Moment nicht mehr leisten konnten. Wenn es da eine chinesische Mauer gab, wie Sie sagen, Herr Garscha, zwischen Fiskal- und Geldpolitik, dann sehe ich da vor allem die Unabhängigkeit der Notenbank und die würde ich doch ganz gern halten. Eben aus diesem alten Trade-off zwischen Kurzfrist und Langfrist, zwischen dem berechtigten Impuls von Menschen und Politikern, jetzt kurzfristig das Leid zu mildern und der Schwierigkeit, dass man dann langfristig damit gelegentlich in noch größere Probleme kommt. Wir kommen dann zurück zu, interessanterweise auf ganz anderem Weg, zu einem Namen, den wir schon gehört haben. Das war Kenneth Rogoff, der, falls er eines Tages einen Nobelpreis kriegt, ihn möglicherweise gar nicht für seine Schulden- und Finanzkrisenanalyse kriegt, sondern dafür, dass er mal festgestellt hat, dass der ideale Notenbanker sich eben nicht so verhält, wie es die Gesellschaft von ihm verlangt, sondern dass man den idealen Notenbanker so aussucht, dass er ein gutes Stück konservativer ist als der aktuelle Konsens der Gesellschaft, weil er dann diese Abwägung zwischen kurzfristiger Freude und langfristigem Leid besser hinkriegt. Und in diesem Sinn, in dem es diese chinesische Mauer dann gibt, in dieser Unabhängigkeit der Notenbank, in dieser auch Konservativität der Notenbank, in diesem Sinn würde ich das tatsächlich auch sehr gern beibehalten. Ich teile die Meinung von Herrn Bernau weitgehend. Ich finde es sehr wichtig, dass die Notenbanken von der Politik unabhängig sind. Vielleicht muss man trotzdem nochmals auf die Diagnose zurückkommen. Wenn Ben Bernanke überzeugt ist, dass die USA nach wie vor deflationsgefährdet sind, dass die USA nach wie vor gefährdet sind, in eine deflationäre Schuldenliquidationsspirale zu fallen, dann macht er absolut die richtige Politik, verfolgt er absolut die richtige Politik. Ich weiß nicht, ob das heute wirklich noch der Fall ist, aber man kann sagen, er agiert sehr unabhängig von der Politik, weil einzelne Elemente in der Republikanischen Partei möchten ihn am liebsten auf den Mond schießen. Ich öffne jetzt das Saalmikrofon für Fragen aus dem Publikum, um das auch ein bisschen aufzulockern. Wir sind noch gar nicht bei der Eurokrise angekommen, aber stellen wir die noch mal ein ganz kurzes Stück zurück oder vielleicht tut der ein oder andere am Saalmikrofon ja auch das thematisieren. Rudi. Ja, vielen Dank, Matthias. Schönen guten Abend an die Runde. Mir ist aufgefallen, während des Gesprächs gerade eben, Herr Dietli, Sie haben mehrfach das Wort Schuldenüberhang benutzt. Und da hätte ich ganz gern mal eine Erläuterung, was Sie damit meinen. Und die zweite Frage wäre, gleich im Anschluss, sind Sie mit mir einer Meinung, dass die Schulden auf der einen Seite die Guthaben bzw. die Vermögen auf der anderen Seite sind, makroökonomisch betrachtet? Also zur ersten Frage, zum Schuldenüberhang. Was man einfach historisch sehen kann, ich nehme jetzt die US-Wirtschaft, da habe ich die Daten am weitesten zurück. Wenn man schaut, wie hoch der aggregierte Schuldenstand, also private Haushalte, Unternehmen, Finanzsystem und staatliche Institutionen, kumuliert war dieser Schuldenstand während Jahrzehnten recht stabil. Da ging's hoch mit der großen Depression, dann ging es nochmals hoch mit dem Zweiten Weltkrieg. Ansonsten war dieser aggregierte Schuldenstand recht stabil, um die 120-150% des BIP. Dann ab dem Jahr 1982 schießt dieser aggregierte Schuldenstand hoch und ging auf ein Maximum im Jahr 2007, ich habe es jetzt nicht ganz konkret, aber etwa 385% des BIP. Also wir hatten eine mehr als Verdoppelung der aggregierten Schulden, die
mit denen die amerikanische Volkswirtschaft arbeitet. Ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Es gibt einen Ökonomen bei der BITS in Basel, der ist Claudio Borio, der hat, ich finde, der macht tolle Arbeit, der versucht zu eruieren, wo das ausstehende Kreditvolumen zu einem Problem wird. Aber abschließend habe ich auch von ihm noch keinen Grenzwert gesehen, wenn es sowas überhaupt gibt. Und dort stehen wir heute. Das gesamte Deleveraging, das wir gesehen haben, hat den Schuldenstand von etwa 380% auf etwa 360% des BIP gesenkt. Aber nirgends in die Region, wie wir es historisch mal für normal empfunden haben. Das sieht übrigens in Spanien, in Großbritannien, in den meisten Ländern ungefähr ähnlich aus. Zu Ihrer zweiten Frage. Dort wird's ein bisschen kompliziert. Ja, des einen Schulden ist des anderen Guthaben. Aber das Finanzsystem hat eine enorme Fähigkeit entwickelt, über, nennen wir es Innovation in Anführungs- und Schlusszeichen, Schulden zu vervielfachen. Und es wird wahnsinnig schwierig, dort Doppelzähleffekte rauszunehmen. Aber was wir feststellen können, ist, wir hatten diesen massiven Schuldenaufbau seit 1982. Und dieser Schuldenberg ist jetzt da oben gestrandet. Und ich sehe keinen Weg, wie der wegkommt. Also wenn ich Sie richtig verstehe, wenn Sie der Meinung sind, dass der Schuldenüberhang zu groß ist, geht es ja nur dadurch, indem wir die Vermögen auflösen. Nein, das sehe ich nicht so. Nicht über Vermögen auflösen. Schulden können auf drei Arten abgetragen werden. Sie können zurückbezahlt werden. Das ist ein langer Prozess, aber Schulden können zurückbezahlt werden. Das bedeutet einfach, dass jeder Schuldner einen Teil seines Cashflows in den Schuldenrückzahldienst steckt. Das dauert lange. Schulden können gestrichen werden. Dort haben wir natürlich ein Problem, dass im Finanzsystem dann riesige Verluste verbucht werden müssen. Aber Schulden können erlassen werden. Das hat auch mit Griechenland stattgefunden, teilweise. Und dritter Weg ist eben, Schulden können über Nominalwachstum schrumpfen. Das heißt, wenn das BIP nominal steigt, dann und die Schulden gleich bleiben, dann sinkt mit der Zeit natürlich der Anteil der Schulden am BIP. Und in keinem dieser Wege mussten Vermögen vernichtet werden. Ja, schönen guten Abend. Ich will ein bisschen in die gleiche Kerbe wie Rudi schlagen. Ich sehe auch eine Guthabenkrise. Wir reden jetzt den ganzen Abend über eine Schuldenkrise, aber ich sehe auch in der Agglomeration der Geldvermögen, die mit den Schulden entstanden sind, die im Geldsystem, ein Machtproblem und auch ein Demokratieproblem, was dadurch entstehen kann. Das haben wir jetzt heute Abend noch gar nicht thematisiert, aber ist es denn nicht so, dass wir sozusagen eine natürliche Nebenwirkung der Wirtschaft erleben und die nennt sich Umverteilung und dass wir, wenn ein System sehr lange läuft, eine sehr starke Umverteilung erleben dadurch und dass es nicht notgedrungen irgendwann ein Reset geben muss, um wieder Nachfrage zu schaffen, denn die Masse kann nicht nachfragen und sie hat zwar das Bedürfnis, aber nicht das Geld. Und das Geld agglomeriert halt an Stellen, die es nicht brauchen, wo es volkswirtschaftlich keinen Sinn mehr macht. Sehen Sie das ähnlich oder haben Sie da einen klaren Einspruch? Und wir kommen ja dann bei dem Thema doch immer wieder zu den gleichen Namen zurück. Es ist ganz interessant. Vielleicht zeigt uns das was. Ich würde gerne beginnen mit Raghuram Rajan, der die Krise, die wir hatten, erklärt, also die Finanzkrise erklärt damit, dass es natürlich viel zu viele Immobilienkredite in Amerika gab, dann einen Schritt weiter zurückgeht und fragt, warum gab es so viele Immobilienkredite, weil es die Politiker möglich gemacht haben. Dann bleibt er damit aber auch nicht stehen und sagt, und warum haben die Politiker das möglich gemacht, warum hatten sie einen Anreiz, sagt er, weil die Ungleichheit so groß geworden war, dass speziell ärmere Leute Gefahr liefen, abgehängt zu werden vom Konsumtrend, weil die Politik keinen Anreiz hat, arme Leute vom Konsumtrend abzuhängen, das sind verlorene Wählerstimmen, weil sie dazu keinen Anreiz hat, hat sie die Kreditaufnahme erleichtert. Und unter anderem so sind wir auf diesen Schulden, aber auch / Guthabenberg gekommen. Jetzt, wie kommt man aus dem Ganzen wieder raus? Wenn das so wäre, dass
tatsächlich immer, wenn das Verhältnis zwischen Arm und Reich sehr ungleich wird, dass immer dann eine Krise kommt, dann müsste man das ja sehen, dann müsste man das ja nachvollziehen können. In der Tat gibt es da jetzt auch ein paar Studien. 10 inzwischen, 5 gehen in die ungefähr, und von diesen 10 gehen ungefähr 5 in die eine Richtung und 5 in die andere Richtung. Das muss tatsächlich nicht zwangsläufig so sein, aber ich bin mal sehr gespannt, was da am Ende rauskommt. Erstmal finde ich den Begriff von der Guthabenkrise gut. Ich hatte auch mal in meinem Blog einen Beitrag dazu geschrieben, dass man die europäische Schuldenkrise auch so da steckt nämlich genau das Risiko auch für Deutschland drin, und deswegen kann sich Deutschland auch nicht einfach herausziehen aus Europa, dass Deutschland nämlich oder die Deutschen, also Staat, Privatpersonen, Banken, der größte Gläubiger ist. Ja? Also wir haben ein großes Risiko, ich sag mal, wenn die Eurozone in welcher Form auch immer implodiert, dann sind nämlich die gesamten Guthaben, die Schulden der anderen sind, sind nämlich gefährdet, oder ein Großteil der Guthaben sind gefährdet. Und das macht die Euro-Krise, die europäische Schuldenkrise auch so riskant für Deutschland. Der andere Punkt, der Punkt der Umverteilung, ja, ich nähere mich dem mal wieder sozusagen von der mikroökonomischen oder von der Unternehmensperspektive an. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Problem ist. Vielleicht hat man auch jetzt angefangen, das zu erkennen. Das macht sich ja beispielsweise darin bemerkbar, dass wir auf der einen Seite, das hatten wir vorhin einmal kurz gesagt, dass wir Unternehmen haben mit sehr hohen Cashbeständen, die zum Teil nicht wissen, was sie damit anfangen können, die ein richtiges Risikomanagement brauchen, um diese Guthaben nicht zu gefährden. Und wir haben auf der anderen Seite, insbesondere auch in den Peripherieländern, diverse Unternehmen, die große Probleme haben, an Kredite zu kommen, obwohl ich da jetzt keine Untersuchungen kenne, aber ich kann mir das eben gut aus der Praxis daher vorstellen, dass da Unternehmen dabei sind, die investieren wollen oder die einfach nochmal einen Kapitalzuschuss brauchen, um überhaupt weitermachen zu können, die aber nicht an diese Mittel rankommen und deswegen ausscheiden aus dem Markt und pleite gehen und deswegen auch keine Arbeitsplätze schaffen können. Ich habe nur keinen Königsweg, man kann auch heute nicht sagen, also das entspricht jetzt auch nicht meiner Vorstellung einer Wirtschaftsordnung. Apple, du hast 140 Milliarden auf dem Konto, da verteil mal bitte 50% um an Unternehmen, die das brauchen. So funktioniert das auch bei uns nicht. Das ist ja ein interessantes Thema, Apple, und warum die 140 Milliarden und der Großteil davon außerhalb der USA haben. Die warten auf die nächste Steueramnestie, Herr Elsner. Und dann ziehen sie das wieder zurück. Das hat ja die letzte Befragung von dem CEO, der von Apple vor einem Senatsausschuss ziemlich deutlich gezeigt, auf was Apple da wartet. Die nehmen ja lieber 15 Milliarden Fremdkapital auf, obwohl sie 140 Milliarden Eigenkapital haben. Aber Herr Dittli, ich lasse Sie jetzt auch noch kurz antworten auf die Frage von Piratus. Ja, ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, dass mit dem Schuldenaufbau auch ein Guthabenaufbau einherging. Ich würde eher sagen, es war eine Guthabenillusion. Stellen Sie sich so vor. Angenommen, eine Bank aus Deutschland finanziert über irgendeinen Weg Immobilienbau in Spanien für, sagen wir, 100 Millionen Euro. Mit diesen 100 Millionen Euro, sagen wir, diese 100 Millionen Euro gingen als Kredit an ein spanisches Bauunternehmen. Die Deutsche Bank, die diesen Kredit gesprochen hat, die kann dieses Guthaben ja nur auf ihrer Aktivseite mit 100 Millionen eintragen, wenn sie davon ausgeht, dass dieser Schuldner diesen Kredit auch bedienen kann. Also entweder muss das mit einem guten Asset besichert sein, oder dieser Schuldner muss genügend Cashflow erwirtschaften, um diesen Kredit bedienen zu können. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn Kredite gesprochen werden an Schuldner, die entweder nicht die Cashflows erwirtschaften, um diese Schulden bedienen zu können, oder keine Assets haben oder nur Scheinassets haben, mit denen diese Kredite besichert sind, dann ist es nur ein Scheinguthaben. Da muss es abgeschrieben werden. Und das Brutale dran ist ja, das Kapital, die Kapitalfehlallokation, die findet im Boom statt. Man sieht es nur erst, wenn der Crash stattgefunden hat, wie viel dieser Kredite, die falsch vergeben wurden, aber sie müssen dann abgeschrieben werden. Und was man gedacht hat, sei ein Guthaben, hat sich als Illusion erwiesen. Aber die Bank, die muss das dann abschreiben auf ihrer Aktivseite. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert formuliert, aber ich suche da den,
die Sprache dafür ein bisschen. Könnte ich da nochmal nachhaken? Wir haben jetzt gerade uns fast lustig darüber gemacht, dass Apple ja sein Geld nicht hergibt, um es einfach so zu verteilen. Aber ist es nicht das Leiden eines Exportweltmeisters, dass er eigentlich genau das tut die ganze Zeit? Dass er Waren liefert ins Ausland und quasi ein Versprechen zurückerhält, was nie eingelöst wird? Und vor dem Problem stehen wir jetzt. Das heißt, Länder wie China oder Deutschland verschenken im Endeffekt genauso die Waren, wie wenn es so wäre, dass Apple sein Guthaben, was es jetzt erzeugt hat durch seine Produkte, auch wieder verschenken würde. Also sitzt da Apple nicht im gleichen Problem wie ein Staat? Einerseits ja, es ist aber, glaube ich, mit diesem einfachen Jahr nicht getan. Deutschland altert und man erwartet ja eigentlich von einem alternden Staat, von Leuten, die dann irgendwie für ihr Alter vorsorgen müssen, sei es privat oder staatlich am Kapitalmarkt organisiert wie in Norwegen, dass dieses Geld dorthin geht, wo es auch eine gewisse Rendite erwirtschaften kann, wo es Leute gibt, die mit diesem Geld was anfangen können. Insofern ist es gar nicht so ungebräuchlich, dass alternde Staaten dann Handelsbilanzüberschüsse aufbauen, sich auf diese Weise ein Guthaben in anderen Staaten sichern und es dann auch irgendwann wieder zurückholen, wenn das Individuum dieses Geld eben braucht im Alter. Da muss man natürlich aufpassen, wo man das Geld anlegt. Man sollte es idealerweise nicht in wackelige Hypothekenkredite in Amerika anlegen, aber prinzipiell funktioniert das so ganz gut. Und da kommen wir dann auch wieder zurück zu Apple. Natürlich würde Apple gern dieses Geld zurück nach Amerika holen, wenn die Steuerrichtlinien anders wären. Aber das ist ja nicht ihre einzige Option. Die Frage ist ja auch ganz einfach, warum investiert Apple dieses Geld, wenn es nun mal in Europa liegt, nicht in Europa? Auch dort könnte man im Prinzip Geld investieren. Man könnte Entwicklungszentren aufbauen und das Geld ausgeben, um neue Dienstleistungen zu entwickeln. Man könnte neue Lager bauen. Man könnte ein komplettes neues Warensortiment mit ins Programm nehmen. Auch da gibt es viele Möglichkeiten zu investieren, das zu tun, was auch die Deutschen im Prinzip mit ihrem Auslandsguthaben tun sollten, aber sie tun es nicht. Nun bin ich doch versucht, meine Neutralität fast ein bisschen aufzugeben, weil das Argument eben, Herr Bernau, dass Sie gesagt haben, dass die deutsche Gesellschaft altert und so weiter, was natürlich richtig ist, dass man, dass die Mittel dann dorthin lenkt, wo sie effizienter eingesetzt werden können, das hinkt natürlich dann, wenn Sie, wie Sie schon gesagt haben, in Subprime-Kredite oder in Immobilienblasen, Vermögenspreisblasen in vermeintlich dynamischen anderen Ländern angelegt wird und dann verloren gehen. Dann hat man eigentlich, außer dass man die Arbeitsplätze zu Hause erhalten hat, keinen richtigen realen Vorteil daraus gewonnen. Das ist völlig richtig. Also Herr Dietli hat ja gesagt mal, das deutsche Bankensystem ist Weltmeister im Falschanlegen von Geld im Ausland. Solange man das Zeug an der falschen Front anlegt, hilft das alles nichts. Trotzdem, wenn wir nochmal gucken, ist die Auslandsposition, sind die Auslandsguthaben der Deutschen jetzt trotz aller Finanz- und Wirtschaftskrisen nicht vollkommen weg. Da ist immer noch ordentlich was da. Und insofern würde ich jetzt auch den Deutschen wirklich nicht dazu raten, all ihr Geld im Land zu behalten. Man müsste vielleicht in Zukunft nochmal ein bisschen genauer hingucken, wo man es hinlegt. Oder aber, und da sind wir wieder zurück bei Dirk Elsner, wenn wir sagen, wir können so eine Krise einfach nicht erkennen, müssen wir auch damit leben, dass Geld, das ein bisschen Rendite bringen soll, eben mit einem bisschen Risiko angelegt ist und dass da gelegentlich auch mal ein Teil dafür verloren geht. Typischerweise ist so riskant angelegtes Geld am Ende, wenn man es längerfristig betrachtet und über viele Jahre betrachtet, trotz der Verluste am Ende die lukrativere Variante. Und ich habe bisher trotz Finanz- und Eurokrise nichts wirklich gefunden, was da dagegen spricht. Danke, Herr Bernau. Herr Dietli, ich habe Sie heute Abend auch eingeladen, weil ich Ihren Blog, dass Sie ja fast schon verzweifelt manchmal Artikel geschrieben haben, zusammen mit Ihren Kollegen. Deutschland versteht die Euro-Krise nicht richtig und handelt auch nicht eigentlich so wirklich richtig nach Ihrem Empfinden. Vorhin am Anfang unserer Diskussion haben Sie auch gesagt, dass der Trichet geschlafen hat 2008 im Gegensatz zu dem Bernanke. Das hat wahrscheinlich wieder was damit zu tun, dass die EZB damals nach deutschen Gesichtspunkten, sage ich mal, konstruiert war. Formulieren Sie doch bitte mal an diesem Punkt jetzt, wir müssen jetzt zur Euro-Krise kommen,
Ihre Positionen, die Sie vom Blog Nevermind schon des Öfteren geäußert haben? Also beginnen wir mit der EZB und Jean-Claude Trichet. 2008 hat er gerade mal nicht geschlafen, weil da hat er auch gesehen, dass im europäischen Bankensystem ziemlich viele Probleme waren. Aber er hat natürlich, er hat im Jahr 2010 und im Jahr 2011, als die Peripherie schon im freien Fall war, hat er die Zinsen erhöht mit der Begründung, dass sonst Inflation droht. Das war für mich sowas von weltfremd. Und Mario Draghi hat im Herbst 2011, als er übernommen hat, hat er gesehen, wie das europäische Bankensystem kurz vor dem Kollaps stand. Und er hat dann den LTRO-Kredit, diese gute Billion Euro ins Bankensystem gepumpt. Also die Leistung von Trichet während den ersten zwei Jahren der Euro-Krise war katastrophal. Jetzt, was Deutschland betrifft, ein Punkt, den ich noch anfügen möchte, auch zu dem, was die beiden Kollegen vorhin gesagt haben. Herr Berner hat schon recht, dass ein alternder Staat tendenziell Leistungsbilanzüberschüsse erzielt. Was ich aber absurd finde von der Außensicht hier, und übrigens die Schweiz ist da nicht besser, ist dieser Glaube, dass ein Leistungsbilanzüberschuss per se etwas Gutes ist, dass man einen Leistungsbilanzüberschuss als Signal von wirtschaftlicher Stärke, von wirtschaftlicher Potenz in der Welt sieht. Das ist absurd. Es ist ein Ausdruck von einem enormen Ungleichgewicht. Und ich würde sagen, ein alternder Staat wie Deutschland als dritt- oder viertgrößte Volkswirtschaft der Welt darf nicht einen Leistungsbilanzüberschuss von gut 6% erwirtschaften. Das ist einfach ein Ausdruck von einem riesen Ungleichgewicht. Also die Kritik an der deutschen Regierung oder an der deutschen Position im Umgang mit der Eurokrise haben wir jetzt nochmal aufgehoben. Herr Elsner, bitte. Ja, also ich möchte da Marc Dietli da unbedingt zustimmen. Also ich kann auch da das Argument von Patrick von vorhin, so kann man das rechtfertigen, vielleicht mit der alternden Gesellschaft, dass wir dann irgendwann unsere Guthaben zurückholen. Aber man kann es eben auch, ich glaube, wenn ich so die öffentliche Berichterstattung sehe und wenn ich habe vor einigen Wochen ja auch einen Artikel darüber geschrieben, über das Leistungsbilanz, über den deutschen Leistungsbilanzüberschuss, dieses Feiern, dieses auch in den Medien, das Abfeiern des Leistungsbilanzüberschusses und der deutschen Exportstärke. Ich glaube, wir haben nicht verstanden, dass da ein Kern mit drin liegt der Euro-Krise. Also ich sag mal, man kann sich das doch auch ganz einfach vorstellen, wenn wir einen Teil dieses Geldes benutzen würden, um damit Waren im Ausland zu kaufen oder vielleicht gerade in den Krisenländern zu kaufen. Gut, wir können uns natürlich fragen, warum machen wir das nicht? Liegt das vielleicht an den Produkten oder woran auch immer? Aber dann hätten wir und in diesem Zusammenhang auch das Leistungsbilanzdefizit zu verringern, den Überschuss zu verringern und vielleicht sogar in ein Defizit umzukehren, dann würden wir einen großen Beitrag dazu leisten, auch die Krise in Europa zu entschärfen. Aber lassen Sie in Deutschland mal das Leistungsbilanzdefizit negativ werden, dann bin ich schon auf die Schlagzeilen gespannt. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, Dirk, wenn ich da gerade einhaken darf. Wenn ich über die Schlagzeilen und Überschriften der letzten Jahre gucke, die hießen nie, Deutschland hat einen Leistungsbilanzüberschuss, hurra. Die hießen immer, Deutschland ist Exportweltmeister, hurra. Oder Deutschland ist im Export nur noch Zweiter. Es ging den Leuten immer darum, dass sie erstmal exportieren, weil das ist das, wo die Arbeitsplätze herkommen. Wenn wir jetzt, ich sehe das ja durchaus auch so, dass ein Leistungsbilanzüberschuss, der zu groß wird, dann auch wieder seine Gefahr hat. Aber wir kommen dann schnell an die Frage, was will man eigentlich tun? Man kann jetzt ja nicht einfach von der Bundesregierung her verordnen, wir senken unseren Leistungsbilanzüberschuss, sondern man hätte zwei Möglichkeiten. Erstens, man kauft tatsächlich mehr im Ausland, und zwar in diesem Fall jetzt speziell in den Peripheriestaaten. Das können die Leute einfach tun. Die können einfach in ein Kaufhaus gehen und dort was kaufen, wenn denn dort was angeboten wird. Ich hatte ja teilweise auf der Höhepunkt der Solidarität mit Griechenland selbst damals Schwierigkeiten, griechischen Feta im Supermarkt zu finden. Was dann auch dran liegt, dass wenig Feta und wenig Oliven tatsächlich verpackt aus Griechenland rauskommen. Also das ist der Weg des
den Import zu steigern. Da müsste einfach irgendjemand mehr dort einkaufen. Offensichtlich findet sich da im Moment niemand freiwillig. Der andere Weg ist, die Exporte zu senken. Und den deutschen Politiker möchte ich sehen, der sagt, okay, Firma Siemens, Firma wer auch immer, du erhöhst jetzt die Löhne, du machst jetzt sonst was, damit du weniger wettbewerbsfähig bist und wir unsere Exporte ein bisschen senken, dann verlierst du ein paar Arbeitsplätze, dein Pech. Ja, es gibt natürlich schon ein paar Wege, wie der Leistungsbilanzüberschuss verringert werden kann. Eigentlich muss der inländische Verbrauch gesteigert werden. Wie kann man das tun? Natürlich, man kann mehr im Inland investieren, zum Beispiel einen Flughafen in Berlin bauen oder so. Man kann aber natürlich auch über verschiedene Wege versuchen, den inländischen Konsum zu steigern. Man könnte die Mehrwertsteuer senken, was auch den inländischen Konsum steigert. Ich denke aber, was festgestellt werden muss, seit dem Jahr 2002, 2003, seit den Hartz-Reformen, hat die deutsche Wirtschaft einen starken Boom erlebt. Und das Exportwunder ist ja in diesen Jahren nach 2005 etwa wirklich entstanden. Die deutschen Arbeitnehmer hatten klar einen unterdurchschnittlichen Anteil an diesem Boom. Der größte Teil dieses Booms ging an die Unternehmen und nicht an die Arbeitnehmer. Starker Widerspruch. Entschuldigung, dass ich mir da das Wort nehme. Der Widerspruch ist so stark, dass ich den nicht für mich behalten kann. Ja, die Löhne in Deutschland sind über viele Jahre hinweg bis ungefähr 2007, 8, 9, das Jahrzehnt vorher, haben sich die Löhne real nicht bewegt, sind vielleicht sogar ein bisschen gesunken, sind also langsamer gestiegen als die Inflation. Aber das war die große Voraussetzung, um in Deutschland die Arbeitslosigkeit nachhaltig zu senken. Und das gilt sogar, wenn wir alle statistischen Tricks, die es da durchaus in den Arbeitslosenzahlen gibt, wenn wir die alle abziehen. Es arbeiten heute in Deutschland so viele Menschen wie niemals zuvor. Es haben so viele Menschen sozialversicherungspflichtige Stellen wie nie zuvor. Das sind nicht alles Mac-Jobs, das sind nicht alles, ist nicht alles Leiharbeit. Selbst wenn man auf das Normalarbeitsverhältnis runterguckt, ist die Situation im Moment exorbitant gut. Wir sprechen in Deutschland wieder von einer Aussicht auf Vollbeschäftigung und inzwischen in den letzten 2-3 Jahren merken wir das auch an den Löhnen, merken wir das auch an den Einkommen. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass diese Reform, die uns dieses Leistungsbilanzüberschuss gebracht hat, dass die schlecht war für die Leute. Im Gegenteil. Und genau deshalb, glaube ich, ist es so schwer, das zurückzudrehen. Ja, Stimmbürger von der Bananenrepublik, hallo. Das, in der letzten Viertelstunde sind so viele Dinge gefallen, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Herr Diddli, Sie hatten von den Verschuldungsquoten nach BIP gesprochen. Es ist aber da wichtig, genauer hinzusehen, denn nicht nur die Staaten, sondern die Unternehmen und die Privathaushalte müssen da mit betrachtet werden, ebenso wie die Konzerne, Großunternehmen oder ist es dann Mittelstand oder ein Kleinunternehmen in Summe dann dasteht. Genau dieses muss da bei diesen Statistiken gesondert betrachtet werden, sonst kriegt man nur eine Durchschnittssumme und im Durchschnitt geht es allen gut, aber der eine hat 1 Million Schulden und der andere hat 1 Million Guthaben. Im Übrigen finde ich den Begriff Guthabenkrise genau treffend für die heutige Situation, weil die Guthaben sind ja die Schulden auf der anderen Seite. Ebenso die Leistungsbilanzüberschüsse, die für die Verwerfungen mitverantwortlich sind. Lösung wäre hier ein Mindestlohn, den wir raten fordern. Dann haben wir den Konsum. Das andere könnte man Urlaub machen in Griechenland, weil die Urlaubshotels und so weiter, die Infrastruktur ist ja noch da. Und mein letzter Satz, die Bundesrepublik hatte in der Gründungsphase einen erfolgreichen Lastenausgleich und das Londoner Schuldenabkommen durchgeführt, durch das mitunter, wie soll ich sagen, die Konjunktur an Fahrt gewinnen konnte. Also die Geschichte zeigt, es gibt Lösungswege. Ja, also ich glaube, Sie haben mich vorhin missverstanden. Wenn ich sage Schulden zu BIP, dann nehme ich die aggregierten Schulden. Private Haushalte, Unternehmen, Finanzsystem und Staat, alles zusammen.
Nur, dass es da kein Missverständnis gab. Zunächst einmal möchte ich auf Leistungsbilanzüberschuss eingehen. Das heißt ja im Grunde genommen, dass man das schlechtere Geschäft macht. Man verkauft seine Waren im Prinzip zu billig. Das ist praktisch die eine Perspektive, die ja schon angesprochen wurde. Aber ich glaube, das Wichtige ist ja, dass man, wenn man in einer Währungsunion, wenn man in einem Euroraum ist, dass man dann nicht versuchen darf, seinen Mit-Euro-Partner niederringen zu wollen, indem man nämlich diese Leistungsbilanzüberschüsse aufbaut, beziehungsweise es zu einem Export von oder Import von Arbeitsplätzen kommt. Und da sehe ich einer der großen Probleme und Gefahren, die drin sind. Die Ursache liegt ja darin, dass der Wechselkurs nicht notwendigerweise der Kaufkraft einer Währung entspricht und dass das natürlich dann Auswirkungen hat auf die Nachfrage, ob Güter im Ausland als billig oder als teuer empfunden werden. Das wäre der eine Aspekt. Ich würde aber gerne nochmal dann, das kann ich dann zum nächsten Punkt machen, zurückgehen, was wir anfänglich gesprochen haben, nämlich die Geldpolitik. Und zwar, jetzt mache ich zunächst mal Schluss, dass man diesen Leistungsbilanzpunkt nochmal ansprechen kann. Wir unterscheiden uns ja wahrscheinlich gar nicht so groß, weil, was das Thema Leistungsbilanzüberschuss betrifft. Ich bin mir nur nicht sicher, wie wir das ändern können. Das haben wir vorhin auch schon mal kurz angedeutet. Also wir können ja nicht der Regierung sagen, oder man kann nicht der Regierung sagen, reduziert den Leistungsbilanzüberschuss. Es gibt möglicherweise den Exportüberschuss. Man kann natürlich mit ein paar Maßnahmen eingreifen, da habe ich aber auch große Bauchschmerzen mit. Man muss vielleicht versuchen, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Man muss vielleicht Anreize schaffen. Wenn ich sehe, dass wie viel Gelder sozusagen oder wie viel Haftungsvermögen oder wie viel Haftung für die Bankenkrisenfonds und Schuldenkrisenfonds geht, dann ist zum Beispiel ein Punkt, den ich mir wünsche, das geht vielleicht so in die Richtung europäischer Marshallplan, dass ein Teil dieser Gelder vielleicht auch dafür verwendet wird, um Investitionen wieder zu fördern oder vielleicht Investitionen vorzunehmen. Aber ich hänge eigentlich eher daran, dass man sagt, okay, man versucht Unternehmen zu fördern, die oder Unternehmen mehr zu fördern, die beispielsweise auch in Griechenland sicherlich und in Spanien Unternehmen gründen wollen, aber es nicht können derzeit, weil einfach die Mittel nicht zur Verfügung stehen. Am privaten Kapitalmarkt. So, und da könnte ich mir eher vorstellen, dass man, das wäre für mich eine Maßnahme eines dritten Weges, um dahin mal so ein bisschen die Diskussion zu lenken, die auch dann dazu beitragen könnte, wenn da attraktive Produkte hergestellt werden, dass das Leistungsbilanzdefizit verringert wird. Okay, also wir scheinen ja hier alle irgendwie zu verstehen, dass das mit den deutschen Exportüberschüssen nicht tragbar ist. Also im Sinne, dass wir im Grunde so eine Trichotomie haben. Entweder, wenn wir unbedingt die Exportüberschüsse machen wollen, müssen wir halt sagen, na gut, dann schenken wir ganz explizit anderen Ländern das Geld, damit sie bei uns einkaufen. Oder wir sagen, wir wollen den Euro behalten, dann müssen wir aber mit den Exportüberschüssen aufhören. Oder wir geben den Euro auf und die Exportüberschüsse hören ganz von alleine langfristig auf, zumindest in dem Maße einfach wegen Wechselkursanpassungen. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir den Euro behalten müssen, ist also die Frage, wie werden wir die Exportüberschüsse los? Und da fand ich einen sehr interessanten Punkt in der Diskussion, ist jetzt schon irgendwie 2-3 Minuten her, dass es diesen Link in Deutschland gibt zwischen Exporten und Jobs. Also dass Exporte unter anderem auch deswegen so populär sind, weil durchaus, das ist einfach richtig, viele der Arbeitsplätze daran hängen. Das heißt, eigentlich müsste man hier an dieser Wurzel ansetzen. Man muss diesen Link zwischen Export und Arbeitsplätzen brechen und dafür sorgen, dass wir Mechanismen haben, die Arbeitsplätze auch dann erhalten, ganz explizit, am besten Vollbeschäftigung, also dass jeder, der will, auch einen Job haben kann, wenn die Exporte niedriger wären. Das ist eigentlich ein wichtiger Teil, in den die Diskussion gehen muss. Und da gibt es dann natürlich sicher unterschiedliche Vorlieben, also Leute, die das lieber indirekt machen, vielleicht sogar mit Monetarismus-Voodoo, und andere, die das mehr direkter machen. Aber ich denke, das
ist jetzt auch hier so, wie das ansprach, ja, Binnenkonjunktur und so. Das sind eigentlich Themen, die man alle unter diesem Blickpunkt evaluieren muss. Sorgen die dafür, dass dieser Link zwischen Export und Arbeitsplätzen gebrochen wird? Ich weiß gar nicht, ob man am Ende so furchtbar an den Exporten ansetzen muss. Im Prinzip ist das doch eine wunderbare Welt. Deutschland kann gut Autos bauen, dann baut Deutschland die Autos und exportiert die nach Italien und Italien, ich spreche jetzt ein bisschen klischeehaft, Entschuldigung, und in Italien schneidert man gute Anzüge, dann exportieren die Italiener die Anzüge nach Deutschland und so exportieren wir Autos gegen Anzüge und sind alle wunderbar happy. Ich bin mir nicht sicher, ob das sehr erfolgversprechend ist, wenn man jetzt plötzlich probiert, zentral von der Regierung her zu planen, in welchen Branchen, in welchen Sektoren die Leute arbeiten. Ich glaube tatsächlich, der vielversprechendste und einfachste Weg, diese Leistungsbilanzüberschüsse abzubauen, ist, indem andere Länder, die Peripheriestaaten, sind in diesem Fall hauptsächlich diejenigen, über die ich spreche, indem andere Länder probieren, wettbewerbsfähiger zu werden und ihrerseits mehr zu exportieren. Denn dort hat man den großen Vorteil, diese Wettbewerbsfähigkeit ist im Interesse jedes Einzelnen. Jeder Einzelne hat dieses Interesse, den Job zu bekommen. Jeder Einzelne hat das Interesse, was zu verkaufen. Dort arbeitet man mit dem Interesse der Individuen. In Deutschland arbeitet man fast immer gegen das Interesse der Individuen, muss das Interesse irgendwie manipulieren, muss es beeinflussen, muss sonst was damit tun. Das halte ich für den schwierigen. Ich halte es auch für falsch, wenn man versucht, den Export zu minimieren oder den Export irgendwie zu erschweren. Also ich denke, wenn es noch so etwas gibt wie staatliche Exportförderung in Deutschland, dann könnte man das sicher streichen, weil staatlich fördern muss man es natürlich jetzt nicht mehr. Denn den richtigen Weg finde ich, die Importe zu erhöhen. Und das macht man, indem die inländische Nachfrage erhöht wird. Man darf ja nicht vergessen, ein Leistungsbilanzüberschuss ist auch ein Überschuss an inländischen Ersparnissen. Diese inländischen Ersparnisse fließen ins Ausland. Und diese können benutzt werden, um die inländische Nachfrage zu erhöhen. Ich möchte nur noch ganz kurz anfügen, Herr Bernau, Sie haben natürlich absolut recht, die deutsche Arbeitslosenrate, die ist massiv gesunken. Man vergisst ja oft, dass Deutschland die höchste Arbeitslosenrate in der Eurozone hatte im Jahr 2004 oder 2005. Trotzdem würde ich sagen, der deutsche Arbeitnehmer, vor allem der schon einen Job hatte, der hat massiv unterdurchschnittlich von diesem Boom profitiert. Also ich bezweifle, dass wir irgendwie auch in einer Schuldenkrise sind, oder auch Guthabenkrise, weil ich schon sympathischer finde. Ich finde, wir leben in einem Prozess der Machtkonzentrationsförderung. Das heißt also, dass eben die Märkte im Westen, genau gesagt Amerika und England, ihre Macht erhalten wollen und diese ausdehnen wollen und dazu auch die Fiskalpolitik und die Wirtschafts- und auch die Geldpolitik dazu benutzen, um dies zu erreichen, um dann auch das System, wenn es zu Währungsreformen kommt oder zu einer großen Währungsreform, dass sie dann eben alle Macht in ihren Händen haben und dass eben die Trennung zwischen Reich und Arm extremer wird. Wer teilt da meinen Gedanken? Frage an alle, oder ist das jetzt so abwegig? Ich wollte es mal ergänzen, weil sowohl im Fazitblock als auch bei Blicklog hat man sich ja mit Why Nations Failed von Acemoglu beschäftigt. Das gehört ja in die Institutionenökonomie. Und der hat ja die Machtfrage thematisiert, Herr Bernau. Und Braunberger hat sich ja viel damit beschäftigt. Wie sehen Sie denn das mit der Machtkonzentration und der Einflussnahme auf ein demokratisches System, was dann in die Gefahr gerät, dass wirtschaftliche Macht sich halt in einem demokratischen Ungleichgewicht dann ausdrückt? Da wäre ich jetzt vorsichtig, glaube ich, den Bogen zu spannen von Acemoglu hin zu der Frage, ob sich das, was mit wirtschaftlicher und politischer Macht gibt. Nee, wenn man Acemoglu genau anguckt, dann geht es da ja sehr stark darum, wie Institutionen und wie die bestehenden Machtverhältnisse dann das Wirtschaftswachstum beeinflussen, die Frage, wo wächst das, was wächst da genau und so weiter. Das ist gerade die andere Richtung, zumindest nach meiner Wahrnehmung,
als die, die wir jetzt gerade in der Frage hatten. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass da irgendwie in irgendeiner Form so ein Plan dahinter ist. Ich sehe Leute, die bei allen Differenzen, die man hat, bei allen Differenzen über den Weg, ich sehe Leute, die wirklich bemüht sind, das Beste rauszuholen. Ich habe mit einem Teil davon gesprochen, die ringen wirklich um die beste Lösung, die probieren, jeder mit seinem Lieblingsansatz, die Welt vor der Krise zu retten, aus der Krise rauszubringen. Ich sehe da ehrlich gesagt nichts weiter dahinter. Da muss ich wieder ein bisschen meine Neutralität aufgeben, Herr Bernau, verzeihen Sie mir das bitte. Mein Freund und Kollege, was Kollege von Ihnen natürlich, Norbert Hering aus dem Handelsblatt, hat bei der letzten INET-Konferenz in Hongkong auf einem Podium zusammen mit Lord Skidelsky und mit Steve Keen gesessen. Und dort haben sie genau die Auswirkungen von Macht als Panel-Thema gehabt. Und das war dort ein ziemlich großes Thema. Steve Keen hat ja auch gesagt, dass er glaubt, dass seine Handlungsempfehlungen für die Krisenlösung in den Ländern England und USA, da namentlich aufgeführt, fast unmöglich sind umzusetzen, weil die Strukturen dort schon so ein Ungleichgewicht erreicht haben. Herr Dietli, wie stehen Sie zu dieser Machtfrage und welche also wirtschaftliche Machtfrage und welche Auswirkungen sie auf eine demokratische Gesellschaft hat? Ja, bei dieser Frage muss ich passen. Da kann ich nicht viel dazu sagen. Vielleicht hat der Kollege Elsner noch was. Also erstmal nochmal zu der Ausgangsfrage. Also ich glaube erstmal, dass das Thema Macht ein sehr wichtiges Thema ist und vielleicht auch unter ökonomischen Aspekten oder gerade von Ökonomen vielleicht noch viel zu wenig betrachtet wird. Also gerade Norbert Hering hat ja ein ganz fantastisches Buch dazu geschrieben. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich glaube, dass es irgendwo einen großen Plan gibt. Das klingt für mich immer so ein bisschen so in Richtung Verschwörungstheorie. Aber was ich glaube ist, das ist glaube ich auch so die Richtung, die Patrick eben eingeschlagen ist, dass bestimmte Institutionen, und da gucken wir, müssen wir vielleicht mal gerade auf den Finanzsektor gucken, dass die auch ihre finanzielle Macht zu ihrem eigenen Gunsten einsetzen. Nicht um einen großen Plan zu verfolgen, sondern um ihre eigenen Interessen zu verfolgen und durchzusetzen. Die Drohung zum Beispiel in 2008 mit dem Kollaps des Finanzsystems, die quasi jeder übernommen hat, weswegen man dann auch die Banken glaubte, die Banken unterstützen zu müssen, ja, vielleicht wäre das gar nicht notwendig gewesen. Ich meine, gut, werden wir wahrscheinlich jetzt alle widersprechen, aber da haben natürlich die Banken ihre Machtposition auch voll ausgespielt. Zumindest könnte man das so interpretieren. Ich bin mir aber trotzdem nicht ganz sicher, was das für eine Rolle spielt. Wie gesagt, es gibt dieses Buch von Norbert Hering, es gibt ein anderes, sehr interessantes Buch von Michael Schmitz, das habe ich gerade gelesen, Macht. Da bekommt man schon ein Gefühl dafür oder einen Eindruck davon, dass das ökonomisch eine sehr wichtige Rolle spielt. Aber ich könnte es im Moment abschließend noch nicht einordnen. Ich wollte jetzt auch nicht gesagt haben, dass Macht ökonomisch keine Rolle spielt. Ich sehe das durchaus so, dass Macht, die mal da ist, einen großen Einfluss hat auf Outcomes in der Wirtschaft, auf die Frage, was da passiert. Ich sehe nur diesen großen Plan nicht. Und ich glaube, da sind wir uns sogar alle einiger, als es jetzt klingt. Ich glaube, dass ein großer Plan ist auch gar nicht notwendig. Und ich glaube, man sollte auch nicht da irgendwo eine Verschwörungstheorie dahinter vermuten. Aber was ich glaube, gemeinsame Interessen oder gemeinsame Interessen führen dazu, dass man gemeinsam an einem Strang zieht. Und das führt dann im Ergebnis zu demselben, ob man jetzt einen Plan hat oder nur am gleichen Strang zieht. Ich möchte gleich die nächsten Fragen dann zwar dran nehmen, aber wir müssen uns wirklich der Frage auch widmen, wo stehen wir heute in Europa? Wird diese Krise, die durch Draghis Rede letztes Jahr so eingeschliffert worden ist oder deutlicher formuliert ein Jahr nach Draghis Rede, haben wir eine andere Währungsunion? Das möchte ich unbedingt noch in der verbleibenden Zeit besprechen. Herr Dietli, wie sehen Sie das? Sie haben vor kurzem einen Artikel, glaube ich, darüber auch, und zwar nur einen kurzen formuliert. Ja, also ein Jahr nach Draghis Rede, wir haben definitiv keine neue Währungsunion, wenn man damit sagen würde, dass die zugrunde liegenden Probleme gelöst sind. Draghi hat Zeit gekauft. Die EZB kann nur Zeit kaufen. Die ganzen
strukturellen und institutionellen Veränderungen, die nötig sind, damit die Währungsunion langfristig überleben kann, müssen die Politiker umsetzen. Und die haben, ehrlich gesagt, in diesem Jahr fast nichts getan. Ich will Sie ja nicht ganz loslassen, weil ich doch noch irgendwie hoffe, ein Statement von Ihnen gegenüber der deutschen Position in diesen politischen Verhandlungen. Hat sich die Regierung in Deutschland ja ausgeruht? Wir haben ja Bundestagswahl, muss man ja ganz deutlich sagen, in wenigen Wochen hier in Deutschland. In dieser Pause, die Draghi ermöglicht hat, und die schlimmen Wahrheiten kommen erst nach dem Wahltag, Herr Bernau? Was ist eine schlimme Wahrheit, ist da die erste Frage. Wenn Griechenland endlich die Insolvenz und diesen Schuldenschnitt kriegt, den es eigentlich schon seit Jahren braucht, ist das eine schlimme Wahrheit? Ich persönlich finde nicht mal. Es ist ein bisschen bitter, dass das erst kommt, jetzt nachdem die öffentliche Hand die Schulden übernommen hat und nicht die privaten, diese Verluste vollständig getragen haben. Aber ist das eine schlimme Wahrheit? Aus meiner Sicht dann am Ende nicht. Ehrlich gesagt bin ich froh, wenn es dann dort eine Chance gibt, die Krise an der Stelle zu beenden. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass wir aus dieser Krise richtig rauskommen, eben weil wir keine fundamental andere Währungsunion haben. Wir haben, nicht wir, sondern die diversen damit befassten Personen in Brüssel haben den einen oder anderen komplizierten Rettungsfonds, European Stability Mechanism, der dann die Stability Facility abgelöst hat. Die haben das eine oder andere komplizierte Papier und den einen oder anderen komplizierten Fonds beschlossen. Aber grundsätzlich wirklich geändert hat sich aus meiner Sicht bisher nichts. Und da sind wir dann wieder zusammen in dem, dass Draghi Zeit kaufen konnte. Das hat er getan, aber Zeit kauft man um einen Preis. Und der Preis ist aus meiner Sicht der, dass wir die Ungleichgewichte noch haben und dass möglicherweise die nächste Krise, die uns drohen könnte, vielleicht sogar noch ein Tick härter ist als die letzte. Denn im Moment steckt das ganze Geld, das wir haben, im Wesentlichen in Deutschland, in deutschen Staatsanleihen, in deutschen Immobilien. Beides, mit beidem, sowohl mit deutschen Staatsanleihen als auch mit deutschen Immobilien, kann es eines Tages so gehen, wie es mit Immobilien und Staatsanleihen in den Peripheriestaaten in den jeweiligen gegangen ist. Und wenn uns das passiert, wenn in Deutschland mal die Zinsen ein bisschen anziehen auf Staatsanleihen, wenn der deutsche Staat mal ein bisschen mehr Zinsen zahlen muss oder wenn in Deutschland die Immobilienpreise wieder zurückgehen, beides wird nicht unbedingt schön und speziell bei den Staatsanleihen sehe ich da, mache ich mir da tatsächlich wirklich Sorgen, was da eines Tages passiert, wenn die Zinsen wieder anziehen und uns der Bundeshaushalt um die Ohren fliegt. Herr Elsner, Herr Dietli hat gemeint, die Politik hat eigentlich gar nichts gemacht in dem Jahr, wo seit Draghis Rede vergangen ist. Kann sie nicht oder will sie nicht? Also ich habe im Moment so das Gefühl, die Politik ist irgendwie froh, dass sich die Lage wie auch immer beruhigt hat. Ich war jetzt gestern auch schon kurz davor, meinen Blogartikel zu ergänzen, dass wir eigentlich in den letzten 12 Monaten oder seit Draghis Rede so ein bisschen was haben, was wir in der Betriebswirtschaftslehre manchmal nennen Management by Muddling Through. Ja, also wir versuchen irgendwie da durchzukommen und auch Zeit zu kaufen. Vielleicht ist es sogar die richtige Taktik, weil wir ja kein richtig ökonomisches Modell haben, könnte man auch sagen, gut, das ist vielleicht die Taktik und das wird sich schon irgendwie wieder beruhigen. Weiß nicht genau, was nach der Bundestagswahl kommt, uns das ein oder andere Problem wieder einholen wird. Ich sehe das sehr kritisch, diese Institution, die wir geschaffen haben, diese Abhängigkeiten, die wir geschaffen haben, diese große Vernetzung, die wir jetzt schaffen mit der Bankenunion. Wir haben da verschiedene Faktoren, die dann, wenn es ein zweites Mal an welcher Stelle auch immer knallt, dann deutlich unangenehmer, und da bin ich bei Patrick Berner, deutlich unangenehmer werden können als vor 2 und vor 3 Jahren. Ich war massiv überrascht über diesen Einwand, den Herr Bernau gebracht hat, als es darum ging, dass ja durch die Politik in Deutschland, dass es doch dann der Arbeitslosigkeit in Deutschland so gut gegangen ist anschließend, dass dann heute ja so viele in Arbeit sind,
wie nie zuvor. Und da möchte ich massiv widersprechen, Herr Bernau. Herr Bernau, wir haben heute im Vergleich zum Jahr 2000 nicht mehr geleistete Arbeitsstunden. Das heißt, die vorhandene Arbeit ist nur anders verteilt worden. Sie ist von Vollzeitstellen auf Teilzeitstellen, auf 1-Euro-Jobs oder sonst irgendwas verteilt worden. Aber es ist nicht mehr Arbeit entstanden in Deutschland. Und das ist, Sie dürfen gleich darauf antworten. Und das ist ja auch statistisch belegt. Es ist natürlich noch so viel, was in den letzten 30 Minuten passiert ist hier in den Gesprächen, wo ich auch noch was zu sagen wollte. Aber das, ich denke mal, das ist ein Thema. Und der Grund, warum das passiert ist, meiner Meinung nach, ist das Ergebnis dieser aus meiner Sicht unsäglichen Agenda 2010 und diese Lohnzurückhaltung, die in Deutschland passiert ist in den letzten 12, 13 Jahren, ist auch das Ergebnis dieses Leistungsbilanzüberschusses, was wir haben in Deutschland. Denn wir haben meiner Meinung nach die anderen europäischen Länder in Grund und Boden konkurriert mit unserer Lohn in Anführungszeichen Drückerei. Wir haben uns also nicht so verhalten, wie wir es mal verabredet haben, mit den knapp 2% Inflation, also Lohninflation, während die anderen Länder das in einigen Bereichen ein bisschen übertrieben haben, in anderen Bereichen, Frankreich zum Beispiel, hat sich ja sehr, sehr genau an diesem Ziel gehalten. Deutschland hat sich darunter gehalten und hat damit sich so einen Wettbewerbsvorteil in Europa verschafft, der nicht durch einen Währungsausgleich wieder ausgeglichen werden konnte, weil wir ja in der Währungsunion sind. Und das muss meiner Meinung nach behoben werden. Und dann sind wir auch ganz dicht dran, diese Euro-Krise zu beheben. Und das Ziel ist meiner Meinung nach, dass wir die Löhne in Deutschland erhöhen müssen. Und das geht nur durch die Politik. Das geht durch den Mindestlohn, das geht durch gesetzlich festgelegte Steigerungen des Mindestlohns, um uns wieder anzugleichen. Und nur so können wir die anderen Länder wieder in eine Wettbewerbsfähigkeit bekommen und nicht dadurch, dass die anderen Länder ihre Löhne weiter drücken. Denn das Ergebnis wäre, dass dann sofort die Antwort kommt, oh, jetzt haben die es geschafft, jetzt müssen wir in Deutschland noch weiter drücken. Ja, das ist, lieber Rudi, ich würde Sie mit dem Nachnamen ansprechen, wenn ich ihn kennen würde. Das ist ein Gerücht, das sich seit Jahren aus irgendeinem Grund unverdrossen hält, dass die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden nicht gestiegen wäre. Tatsächlich ist sie gestiegen, und zwar, ich habe es gerade nochmal aufgerufen in der Zwischenzeit, von 55,9 Milliarden Stunden im Jahr 2003 auf 58,1 Milliarden Stunden im Jahr 2012. Das sind plus 4,0%, und da ist das Arbeitsvolumen in Stunden gerechnet sogar ganz ungefähr mit dem Maß gestiegen, mit dem auch die Beschäftigung gestiegen ist. Kurzer Widerspruch, im Jahr 2000 waren die Stunden 57,9 Milliarden. Und im Jahr, ja, gut, im Jahr 2011 57,8. Das mag gut sein. Tatsächlich ist es ja aber so, dass diese ganze Reform, diese ganze Hartz-Reform, die uns aus dieser Misere gebracht hat, wie ich finde, dass das ja alles erst 2005 angefangen hat zu wirken. Das heißt, was 2000 bis 2005 passiert ist, das kann man den Hartz-Reformen überhaupt nicht anlasten oder überhaupt nicht zugutehalten, sondern man muss tatsächlich die Basis ab dem Jahr 2005 angucken. Und wenn ich jetzt hier nochmal auf die Grafik gucke, die ich gerade geholt habe, dann sehe ich den Wert im Jahr 2005 nicht genau. Der liegt aber, wenn ich es jetzt mit dem Auge richtig sehe, sogar noch einen kleinen Tick niedriger als die 55,9 von 2003, sodass zwischen 2005 und 2012 auch ungefähr die Zahl des Arbeitsvolumens um 4% gestiegen sein dürfte. Danke für die Antwort, Herr Bernau. Herr Dietli, Sie haben vorhin einen Ökonomen genannt, den Sie auch sehr schätzen. Sie haben Richard Kuh von der Nomura Bank genannt. Der hat ja jetzt in einem Buch zusammen mit vier anderen Kollegen Globales Handeln ja und auch auf der INET-Konferenz eine These aufgestellt. Sie kennen ja seine Hauptthese Balance Sheet Recession, Sie haben sie vorhin auch schon zitiert, und hat den deutschen Wettbewerbsvorteil, der sich entwickelt hat, zur einen Hälfte auf die Lohnzurückhaltung zurückgeführt, der Hartz-Reformen, und zur anderen auf die Notenbankpolitik der EZB. Fast hälftig-hälftig. Kennen Sie diese These von Richard Kuh? Nein, da muss ich passen, die habe ich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt nicht mehr das ganze Buch
komplett auf der Pfanne. Es ist auch eine ziemliche Weile her und ich war mir bis gerade eben erst ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob es ein Buch war oder ein Paper. Das Buch habe ich gerade von ihm gelernt. Tatsächlich ist das aber natürlich, wirkt das für mich sehr einleuchtend, denn die EZB ist immer ein bisschen hin und her gerissen. Sie macht jetzt im Moment eine Geldpolitik, die für Deutschland zu lax ist, für die Peripheriestaaten zu hart, weil man irgendwie probieren muss, den Mittelweg zu finden zwischen Deutschland, Österreich, Niederlanden, den Staaten, die keine Probleme haben, und den Peripheriestaaten. Entsprechend war es auch in den Jahren 2002, 3, 4. Da war die Geldpolitik viel zu lax für die Peripheriestaaten, deshalb konnte sich dort so eine Blase aufbauen. Und für Deutschland war sie eben immer noch sogar ein Tick zu scharf, weil Deutschland in seiner Rezession, in seiner Krise vielleicht noch eine laschere gebraucht hätte. Das ist, glaube ich, auch die Grundlage der These von Richard Kuh. So, die haben lange gewartet, meine Herren Schulim und Systemfrager. Ganz kurz die Fragen bitte. Erst Schulim. Folgendes. Liegt die Analyse der Euro-Krise eigentlich falsch, also dass Rudi mit makroökonomischen Größen anfängt? Ist nicht Folgendes passiert, dass die Einführung einer Währung, eine Währung eigentlich im luftleeren Raum, das heißt eines Staatenbundes, wo kein Staat seine eigene Bank mehr hat, die ihm Geld besorgen kann und seine Haushaltsdefizite bezahlt, nicht dazu geführt, dass durch die Fehleinschätzung die Märkte eine notwendige Disziplin nicht stattgefunden hat und dadurch sozusagen die Entwicklung auseinandergelaufen ist und letzten Endes so eine Art Shit happened passiert ist. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit den alten Schulden und wie schaffen wir es wieder in eine, die Peripheriestaaten in ein Gleichgewicht zu kommen? Und die Frage ist nur, ist es nicht eine Möglichkeit da, die Altschulden sozusagen zu privilegieren, indem man denen bei der EZB irgendeinen besonderen Status gibt, diesen Staaten das Revolvieren der Altschulden zu sehr niedrigen Zinsen ermöglicht und durch entsprechende technische Maßnahmen diesen Staaten ermöglicht, unter Beibehaltung ihrer Euro-Schulden vorübergehend eine eigene Währung wieder einzuführen, abwerten, sich wieder wettbewerbsfähig zu machen und dann wieder einzutreten, aber diesmal mit den richtigen Maßnahmen. Letzten Endes bedeutet eine gemeinsame Währung eigentlich ein Verzicht auf eine eigene Fiskalpolitik. So, das war's schon. Ja, also einerseits, das war natürlich eine ziemlich große Ladung, die der Schulim da vorgeschlagen hat. Wir haben den Schuldenüberhang in den Peripheriestaaten, der muss irgendwie abgeschrieben werden. Ich bin überzeugt, Griechenland wird einen weiteren Schuldenschnitt benötigen, wird ihn auch kriegen, wahrscheinlich auch Portugal. Und ich finde, Spanien ist auch noch lange nicht aus dem Schneider, was die Schulden dort betrifft. Jetzt natürlich, man könnte so eine Art Brady-Plan aufstellen, diese Schulden nicht abzuschreiben, sondern zu verlängern und den Zinscoupon so zu senken, dass der Netto-Gegenwartswert deutlich sinkt, was natürlich auch einem Haircut gleichkommt, aber man kann immer noch so tun, dass die ja irgendwann mal zurückbezahlt werden. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es zu sowas kommen wird. Man darf aber sich keine Illusion machen, auch das ist ein Haircut. Auch das ist ein Schuldenschnitt, weil der Gegenwartswert dieser Schulden wird massiv gesenkt. Die zweite Maßnahme, die Schulim vorgeschlagen hat, mit dem temporären Ausstieg und der Gesundung mit einer eigenen abgewerteten Währung. Ja, dort darf man sich einfach wahrscheinlich nicht die Illusion machen, wie lange das dauert. Ich würde da die These aufstellen, in Griechenland wäre 2 Jahrzehnte im Offside, bevor sie wieder einsteigen können. Danke, Herr Dittli. Und jetzt wirklich die letzte Frage von Systemfrager. Und bitte kurz, weil die Herren haben schon so lange ausgehalten, haben heute den ganzen Tag gearbeitet und ich muss mich wirklich bedanken, dass sie so lange hier ausgeharrt haben. Ja, ich bin ganz kurz. Und zwar etwas voraus. Wir leben in einer Zeit, wo man wirklich klare Sprache sprechen muss. Das erleben wir schon.
sogar bei Spiegel Online und bei anderen Zeitungen. So, jetzt komme ich zu meiner Frage. Das, was Herr Bernau erzählt, hören wir schon seit 3 Jahrzehnten von den Neoliberalen. Das ist das unterste Neoliberal. Wer hat diesen Menschen eigentlich eingeladen? Solche Menschen sollen sich entschuldigen und nicht reden halten. Wir sind Piraten, nicht die FDP. Danke. Herr Bernau, dazu muss ich mal sagen, Systemfrage ist ein eingefleischter Keynesianer und deswegen sieht er die neoliberale Position etwas kritischer. Wollen Sie darauf antworten? Falls das der Systemfrage ist, den man auch gelegentlich in Kommentaren in den unterschiedlichen Blogs findet, dann kenne ich ihn und weiß auch, wie ich das zu nehmen habe. Okay, das lasse ich erstmal so stehen. Eine letzte Frage. Wie ist denn die Handlungsempfehlung von den 3 Gästen? Was soll die Politik in Europa tun? Ganz, ganz schwierige Frage eigentlich, um einen positiven Ausblick noch zu bekommen, einen Dreh zu unserer Überschrift, einen dritten Weg. Müssen wir nicht darauf Acht geben, dass wir, wenn wir jetzt sparen, gut sparen und nicht schlecht und umgekehrt, wenn wir investieren und neue Schulden machen, gute Schulden, also in die Realwirtschaft, die wachstumsfördernd sind, machen und keine mehr in Vermögenspreisblasen und so weiter, das mal als Vorgabe vielleicht für jeden der Gäste heute Abend. Herr Elsner, wollen Sie beginnen? Wie glauben Sie, was können wir tun, um da jetzt wirklich rauszukommen, oder stehen Sie erst auch mal etwas ratlos an der Seitenlinie? Nein, also ich habe das ja auch gestern schon angedeutet in meinem Beitrag und vorhin auch schon einmal. Das ist das, was ich mir mehr wünschen würde, dass mehr über einen dritten Weg nachgedacht wird, also weder zwischen Keynesianismus und Austerität. Und einer dieser Wege, ich sage wohlgemerkt nur einer, es gibt wahrscheinlich ganz viele, ist für mich ein Beispiel dieser Kreditförderung für Unternehmen, und zwar für Unternehmensgründer. Also ich muss jetzt nicht irgendwie eine große oder alte Struktur unbedingt retten, aber ich kann, wie gesagt, in Griechenland, in Spanien, in Portugal, in Italien gibt es sicherlich viele Unternehmensgründer, die Ideen haben, die man zum Beispiel fördern könnte über verschiedene Programme. Da würde ich mir wünschen, dass ein etwas größerer Teil der Ressourcen, die für die Bankenrettung oder die für die Schuldenkrisenfonds zur Verfügung gestellt wird, dass wenigstens ein Bruchteil dieser Gelder, und ich rede jetzt nicht von 100 Millionen, sondern ich würde mir da schon eine etwas größere Summe wünschen, wenn die auch in die Förderung solcher Unternehmen gehen würde. Das wäre eine Maßnahme. Ich sehe 3 Maßnahmen, die nötig wären, sofern die Politik, sofern die Bevölkerung in Europa wirklich die Währungsunion will, auch für die Zukunft. Punkt 1, Bankenunion halte ich für lebenswichtig. Eine Währungsunion braucht ein Bankensystem, das grenzübergreifend funktioniert und nicht wie heute im Notfall sich in seine Heimatländer zurückzieht. Also Bankenunion ist ganz wichtig, und die bestehen aus den 3 Säulen gemeinsame Aufsicht, eine Abwicklungsinstanz, die mit allen Kompetenzen ausgestattet ist, und drittens, sehr wichtig, eine Einlagenversicherung, eine übernationale Einlagenversicherung nach dem Beispiel der FDIC in den USA. Das ist der Punkt 1. Punkt 2, ich denke, es wird nicht möglich sein, aus diesem Sumpf zu kommen ohne Schuldenschnitte, und eben wie vorhin angedeutet, nicht nur in Griechenland, es wird noch in anderen Ländern Schuldenschnitte geben müssen. Und Punkt 3, ich denke, die Währungsunion ist langfristig nicht überlebensfähig, wenn sie nicht in eine Art Fiskalunion eingebunden ist. Es braucht das klingt jetzt etwas gar zentralistisch, aber es braucht eine Art europäisches Finanzministerium, das einen Teil der Steuersouveränität der Mitgliedstaaten übernimmt. Eine Fiskalunion wird langfristig nötig sein, damit die Währungsunion überleben kann. Danke für diese Einschätzung, Herr Dittli. Der Blicklock hat im Chat geschrieben, das wäre nochmal eine Stunde wert. Das können wir heute nicht schaffen. Es ist vieles liegen geblieben. Das letzte Wort hat Herr Bernau. Da muss ich jetzt ja eigentlich was Persönliches sagen. Aber im Sinne der Diskussion schmeiße ich dann doch nochmal eine ganz andere Variante rein.
Wie wär's, wenn, wie wissend, dass Herr Dittli und vielleicht auch du, Dirk, da überhaupt nicht meiner Ansicht sein werden, insofern nehmen wir es als eine Stimme, als eine Idee. Wie wär's, wenn wir einfach mal aufhören, einen Zinssatz von 7% in Spanien und in Italien und auch in Griechenland als Problem zu definieren, bei dem man plötzlich eingreifen muss? Italien, Spanien, viele Länder sind so langfristig finanziert, dass die zwar nicht in der Lage sind, 10 oder 20 Jahre lang 7% auf ihre Staatsschulden zu zahlen, aber dass sie das doch 1, 2, 3 Jahre eigentlich problemlos tun können. Weil sie eben immer nur nach und nach ihre Kredite ablösen und dann zu diesem höheren Zinssatz refinanzieren müssen. Wenn man aufhört, das Ganze als Krise zu definieren, dann hat man die große Chance, dass plötzlich was ganz anderes passiert, dass die Welt das für normal hält, dass die Welt es für normal hält, dass es unterschiedliche Zinsen gibt, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche Zinsen haben, so wie das auch früher der Fall war. Auch früher waren die Realzinsen, selbst die Realzinsen nach Abzug der Inflation in Italien höher als in Deutschland. Das hat keinen gestört, das war kein Problem. Da gab es dann keine Kapitalflucht, einfach weil niemand auf die Idee gekommen ist, das sei eine Krise. Möglicherweise haben wir in der Euro-Krise auch schwer eine politisch herbeigeredete Krise. Vielleicht sollten wir einfach mal damit aufhören. Danke für dieses letzte Statement von Ihnen, Herr Werner. Ich wollte noch abschließend aus der Sicht der Piratenpartei sagen, wir haben auch programmatisch einiges schon verabschiedet. Und zwar im EU-Sixpack ist das nachzulesen. Das kann ich den drei Herren gerne morgen mal zusenden. Dort sind verschiedene Punkte aufgeführt, die wir vorschlagen. Ich denke, das, was Herr Dittli gesagt hat, mit dass Schuldenschnitte uns bevorstehen, ist bei uns ebenfalls enthalten, auch als Forderung. Was die Finanzmarktregulierung und verschiedene Bail-in-Verfahren geben, damit halt auch Gläubiger, Anleihebesitzer und so weiter herangezogen werden, ist dort auch enthalten. Wie gesagt, ich schicke Ihnen das zu, dass Sie sich da mal einlesen können. Ich bedanke mich für den Abend, für Ihr langes Ausharren. Also wirklich, das war deutlich länger, als ich ursprünglich mir vorgenommen habe. Und wollte noch mal fragen, wie war der erste Eindruck dieses Formats, Herr Elsner? Da waren Sie doch so gespannt darauf. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Also ich merke schon, auch nach so einem langen Arbeitstag merke ich schon eine gewisse Müdigkeit. Und gut, aber es gibt immer wieder Themen, jetzt auch gerade die, ich hätte jetzt gerne auch Marc Dittli noch mal widersprochen beim Thema Bankenunion, aber das sind dann wirklich Themen, ja, dann wird man wahrscheinlich nie fertig. Ich fand das gut, mir hat das sehr viel Spaß gemacht und es ist jetzt gar nicht so ein großer Unterschied im Vergleich zum Hangout. Danke, Herr Elsner. Herr Dittli? Ja, ich fand das enorm spannend. Dauerte wahrscheinlich für die Zuhörer etwas lang, aber es war sehr inspirierend und hat Spaß gemacht. Auch jetzt Sie wieder das letzte Wort, Herr Bernau. Abgesehen davon, dass ich gelegentlich vergesse zu drücken, fand ich das Ganze sehr spannend, sehr klasse, je kontroverser, desto besser und war sehr happy mit der Diskussion. Es geht auf Audio dann auch mit diesem Mumble-System besser, als ich gedacht hatte und habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Danke Ihnen allen. So arbeiten wir die ganze Zeit und das senkt bei uns die Transaktionskosten. Wir arbeiten mit Open-Source-Software. Ich bedanke mich nochmal und wie gesagt, wir werden diese Veranstaltungsreihe fortsetzen. Es sind schon genug weitere Gäste in der Pipeline für mindestens 2 weitere Veranstaltungen. Das soll es aber jetzt gewesen sein. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal.